Sehr geehrter Herr General Barth, werte Herren Oberste, meine Herren Oberstleutnante, verehrte Herren Professoren und Angehörige des akademischen Bereiches, Kameraden und Kameradinnen, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ich Sie heute Abend hier in den Räumen der UAG, der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, im Namen der Kameradschaft Grenadiere sowie des Freundeskreises Panzeroffiziere der Universität der Bundeswehr Hamburg zur Buchvorstellung von Armee im Aufbruch zur Gedankenwelt junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr begrüßen darf. Ebenso begrüßen darf ich Sie zur anschließenden Podiumsdiskussion Quo Vadis, Anforderungen an den jungen militärischen Führer. Zu diesem Zeitpunkt kann ich Ihnen bereits mitteilen, dass die ersten Monate, in denen unser Buch auf dem Markt verfügbar ist, zumindest in den Verkaufszahlen, einen Erfolg darstellt, welchen keinem von unserem Projektteam so erwartet hätte. Bereits in der ersten Woche konnten wir mit Stolz feststellen, dass wir nicht nur bei einem großen Online-Versandhändler zwischenzeitlich ausverkauft waren, sondern zudem die Liste der Neuerscheinungen anführen konnten. Doch der kommerzielle Erfolg ist nicht das, was unser Augenmerk bei dem Unternehmen war. Viel wichtiger war und ist es, dass das, was in diesem Buch geschrieben steht, ein reflektierter, jedoch ungezwungener und unzensierter Blick auf die eigenen Gedanken als junger Offizier eine breite Öffentlichkeit erreicht, um somit den gesellschaftlichen Diskurs über die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft, die Rolle des Staatsbürgers in Uniform, von unten heran anzustoßen. Umso erfreulicher ist es, dass nach einem Monat diesem Wunsch Rechnung getragen wird und tatsächlich, zumindest in den Bereichen, die wir einsehen können, sich erste Stimmen erheben, die unser Werk als Bezugspunkt in ihrem Meinungsbild anführen. Der heutige Abend soll diesem Punkt erneut Rechnung tragen und den Geist des Buches fortführen. Nachdem mit der Armee im Aufbruch das Offizierkorps der Zukunft dargelegt hat, was es für Erwartungen an sich selbst und den eigenen Beruf hat, soll heute Abend formuliert werden, was wiederum von uns erwartet wird. Nicht im Sinne einer Schulmeinung, welche dem Offizieranwärter an seiner Offizierschule vermittelt wird, sondern in dem Sinne, wie der Offizier heute überhaupt von verschiedenen Aspekten der Gesellschaft wahrgenommen wird und was diese von ihm erwartet. Mein Name ist Leutnant Reitstetter und ich werde diesen Abend für Sie moderieren. Ich möchte im Anschluss nun Sie, Herr General Barth, bitten, Ihr Grußwort zu sprechen, bevor ich Herrn Hauptmann Bonert, meinen Mitherausgeber, dem Plenum kurz das Projekt Armee im Aufbruch detailliert vorzustellen. Im Anschluss hieran wird die Podiumsdiskussion, für welche ich Ihnen das Plenum kurz zuvor vorstellen werde, stattfinden. Herr Brigadegeneral Barth war bis 2013 verantwortlich für die Planung und Konzeption Streitkräfte gemeinsamer und streitkräfteübergreifender Ausbildung und ist seitdem stellvertretender Kommandeur des Zentrums für innere Führung und Beauftragter für Erziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs. Herr General, ich darf Sie bitten. Die muss ich erstmal weiter runter machen, weil meine Augenhöhe eine etwas andere ist als die vom geschätzten Vorredner, dem Leutnant Reitstetter. Ja, meine Damen und Herren, Diskurs ist gut. Und Diskurs war ja eines der Worte, das der Leutnant Reitstetter gerade genannt hat. Diskurs ist gut an einer Einrichtung wie dieser, die für mich jedes Mal so etwas, wenn ich hier sein darf, wie eine Verjüngungskur ist. Denn hier haben wir ja alle mal angefangen und es ist immer wieder schön, hier auch mal wieder herzukommen. Und deshalb freue ich mich, dass ich hier sein darf und die Ehre habe, dieses Buch, das schon am Netz ist, hier jetzt auch von dieser Seite aus noch einmal mit offiziell ans Netz bringen zu können. Und so beginne ich dann mit der Anrede, die ich mir für Sie gewählt habe, nämlich sehr Interessierte aus dem akademischen, militärischen und zivilen Bereich. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen zur Buchvorstellung Armee im Aufbruch zur Gedankenwelt junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr. Und auch zu der anschließenden Podiumsdiskussion, wo ich den Luxus haben werde und haben darf, nichts zu sagen, sondern einfach zuzuhören. Und ich bin gespannt, was von dort her dann für Anregungen kommen. Quo Vadis, Anforderungen an den jungen militärischen Führer. Ein toller Titel, ein tolles Thema. Und in der Tat eine Knackepunktfrage. Nicht erst seit heute. Das wird immer eine Knackepunktfrage bleiben. Wobei man ja sagen kann, den militärischen Führer und oder die militärische Führerin.
wenn wir es schon mit Gendering machen. Sehr gerne bin ich der Bitte, die Rolle des Festredners zu übernehmen, irgendwann kriege ich es raus, gefolgt. Ich halte das Buch für wichtig und ich wünsche ihm einen möglichst umfangreichen, weit über die Bundeswehr hinausgehenden Leserkreis. Ich möchte dazu noch mal zwei Begriffe aus dem Titel herausgreifen, nämlich Gedankenwelt und Armee im Aufbruch. Unter Gedankenwelt versteht der Duden die Gesamtheit der besonders für einen Menschen, eine Weltanschauung, für eine Kultur wichtigen, charakteristischen Gedanken, Vorstellungen, Ideen. Ich glaube, dass dies der Anspruch, den die Autorinnen und Autoren und die Herausgeber dieses Buches erheben, ganz gut unterstreicht. Nämlich Gesamtheit charakteristischer Gedanken. Das haben Sie alle, die Autoren, aus meiner Sicht versucht. Im Übrigen stelle ich die Behauptung auf, dass es hier dem Titel nach zwar um Offiziere der Kampftruppen geht, dass aber die Gedankenwelt, die in den Beiträgen zum Ausdruck kommt, für die Gesamtheit unserer Bundeswehr von Bedeutung ist und Gültigkeit hat. Und ich bin aus meiner Aufgabe heraus sicher, dass jeder andere, der nicht Kampftruppenmensch wäre, genauso Gedanken formuliert. Das ist keine Kritik an dem Buch. Der Ansatz ist ja irgendwo auch gewachsen. Aber es beschränkt sich damit, das sei mir an dieser Stelle erlaubt zu sagen, ein bisschen sich selbst, weil diese Fragen, die Sie stellen, die betreffen uns alle. Die betreffen die militärischen wie die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in gleicher Art und Weise. Bei der Gesamtüberschrift dieses Buches, Armee im Aufbruch, habe ich persönlich mehr Fragen als Antworten. Und ich sage Ihnen warum. Wenn ich den Begriff Aufbruch nehme, dann gibt es ganz unterschiedliche Bedeutungen des Wortes. Aufbruch ist das, was an Eingeweiden aus dem erlegten Wild rauskommt. Aufbruch ist das, was auf der Straße passiert, wenn der Presslufthammer kommt. Aufbruch ist aber auch geistiges Erwachen und das sich erheben. Und zwar im gehobenen Sprachgebrauch, so steht es im Duden. Und ich glaube, das trifft dann wieder ganz gut, auch auf die Idee dieses Buches und auch auf das, was Herr Leutnant Leutnant Reitstetter ja eingangs gesagt hat. Trotzdem, was ist damit gemeint? Was heißt jetzt Aufbruch in diese Richtung? Bundeswehr auf dem Weg zu neuen Ufern? Aufbrechen der Bundeswehr und Machen eines Steinbruchs aus derselben? Armee im Aufbruch wohin? Wozu? Mit wem? Warum? Armee im Wandel? Armee im Umbruch? Vielleicht ein wenig von alledem. Aber das mögen Sie alle, die potenziellen oder tatsächlichen Leserinnen und Leser dieses Buches, dann selber beurteilen. Aufbruch ist auf jeden Fall ein Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich persönlich sehr gut. Aufbruch bedeutet Veränderung. Veränderung ist Wandel. Sicher ist, nichts ist beständig, allein der Wandel. Die Zeit eilt im Sauseschritt und wir eilen mit. Diejenigen, die dieses Buch mit ihren Gedanken gefüllt haben, wachsen in diese Bundeswehr weiter hinein. Auch das haben Sie, Herr Reitstetter, angesprochen in Ihren Worten zu Eingangs. Sie stehen noch am Beginn ihres beruflichen Lebens. Und Sie sind die Generation, die die Welt und die Bundeswehr von morgen gestalten werden
und zu gestalten haben. Und das ist keine Binsenwahrheit, sondern der ewige, wiederkehrende Lauf der Dinge. Wenn die Autoren dieses Buches bei der Bundeswehr als Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bleiben, dann sind sie diejenigen, die in 30 Jahren, wenn sie sich weiter qualifizieren, die 3- und 4-Sterne-Generale oder Admirale der Zukunft darstellen und diese gestalten. Und dies hoffentlich so, dass sie als Menschen von heute und morgen und nicht als Menschen von gestern die Welt von morgen gestalten. Wenn nichts so beständig ist wie der Wandel, dann ist die Suche nach den Konstanten umso wichtiger. Wir brauchen Konstanten im Wandel. Und wir haben sie auch. Und ich sehe also eine wichtige Konstante des im Wandel, das Geheimnis der Führung. Nicht der Verführung, das Geheimnis der Führung. Es gab immer gute Führer und es wird sie und es muss sie auch weiterhin geben. Gute Führung ist die Konstante im Wandel. Lassen Sie mich deshalb einige Gedankensplitter zum Geheimnis und zur ewigen Konstante erfolgreichen und guten Führens beitragen. Und diese Gedankensplitter will ich in 6 ganz kurze zentrale Erkenntnisse oder Aussagen zusammenführen. Aussage 1. Der Mensch macht den Unterschied. Entscheidend sind die Menschen, die uns anbefohlen sind. Sie machen die Bundeswehr und gute Führung wirksam und nicht noch so funktionale, instrumentale, strukturelle oder prozessuale Regelungen oder Sichtweisen. Wir brauchen keine Technokraten in Uniform, sondern Menschen mit Herz. Wir brauchen keine Absolventen, sondern Persönlichkeiten. 2. Führen bedeutet, durch andere zu wirken. Führen durch Einwirken ist immer wechselseitig. Führer und Geführte wirken dabei aufeinander ein. Der Erfolg dieses wechselseitigen Einwirkens wird maßgeblich davon bestimmt, ob es Führern und Geführten gelingt, ausreichende Vorstellungen voneinander zu gewinnen, um Selbstbild und Verhalten an die zu erreichenden Ziele anpassen zu können. Ich finde diese Erkenntnis übrigens unter anderem in dem Beitrag von Hendrik Müller, Der erste Einsatz oder Was lange währt, reflektiert. Wenn er darüber reflektiert, dass es wichtig ist, die Bedeutung der eigenen Arbeit zu erkennen und die Bedeutung des eigenen Beitrags zum Gelingen von Operationen. Nur ein Beispiel. 3. meiner Aussagen. Gutes Führen ist angewandte Menschenkunde. Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung, Vertrauen und Zugehörigkeit sind zentrale Erwartungshaltungen innerhalb jeder soldatischen Gemeinschaft. Und jede Führungskraft ist für dieses Anliegen eine besondere Verantwortung auferlegt. Menschenkenntnis ist die wichtigste Fähigkeit, um Menschen führen zu können. Dazu gehören auch klare Aussagen und einfache, einprägsame Verhaltensregeln, wie sie beispielsweise Richard Unger in seinem Buchbeitrag unter dem Titel Offizier sein, Anforderungen an die Ausbildung, Erziehung und das Berufsverständnis künftiger militärischer Führer in der Bundeswehr fordert. In diesem Zusammenhang verweist er unter anderem auf den US-amerikanischen West Point Cadet Honor Code. A cadet will not lie, cheat, steal or tolerate those who do. Und solche klaren Aussagen vermisst er manchmal im Dienstvorschriftenwesen der Bundeswehr. 4. Aussage, man muss dienen lernen, wenn man führen will. Dienen ist das Kerngeschäft der zivilen wie militärischen Angehörigen der Bundeswehr. Unser Motto, wir.dienen.deutschland.
bringt dies treffend auf den Punkt. Das hat sich nach meinem Eindruck eingebrannt auf unsere Festplatten, obwohl dieses Motto noch gar nicht so alt ist und bevor es eingeführt wurde, auch heiß diskutiert wurde. Wir Punkt dienen Punkt Deutschland Punkt ist heute ein unumstößlicher Begriff, Kern unseres Selbstverständnisses, was es vorher auch war, nur nicht so gut ausgedrückt. Alle Bundeswehrangehörigen sollen sich zu Recht selbst bestätigt fühlen, wenn sie ihren Dienst mit allen ihren individuellen Stärken ehrenvoll und im äußersten Fall unter Einsatz ihres Lebens versehen. Natalie Volkowski setzt sich in dem Buch unter dem Titel Ich. Diene. Deutschland. In Bezug auf das Thema Männer und Frauen in der Bundeswehr mit den Wahrnehmungsunterschieden zwischen Männern und Frauen auseinander. Sehr interessant. Unter dem Motto Wir. Dienen. Deutschland. Ist professionelles Führen für alle Vorgesetzten unerlässlich. Danny Görs vermittelt uns hierzu im Rahmen dieses vorliegenden Buches mit dem Beitrag Professionalität in den Streitkräften interessante Einblicke und kommt dabei aus seiner Sicht zu Einschätzungen über den, wie er es nennt, Lehrgangsmarathon, dem die jungen Offiziere in der Offizierausbildung durchlaufen, die schon ganz interessant sind. Eine andere Seite der gleichen Medaille des Dienens ist, dass Menschen dienen wollen, es aber zuweilen nicht können oder nicht dürfen. Manchmal kann es vorkommen, dass man dienen will, aber aus medizinischen Gründen nicht dienen darf und für bestimmte Aufgaben gegroundet wird. Hiermit setzt sich Patrick Schmidt in seinem Beitrag Wollen und nicht können, Klammer auf, oder dürfen, Klammer zu, auseinander und gibt dabei Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Fünfte Aussage. Ohne Vertrauen kann nicht geführt werden. Die Beziehung zwischen Führern und Geführten ist zuallererst immer eine menschliche Verbindung. Auf gegenseitiger Basis werden Rechte und Pflichten, Verantwortung und Macht, Risiken und Sicherheiten, Privilegien und Vertrauen übertragen. Vertrauen ist das wichtigste Kapital, über das eine Führungskraft verfügt. Auch diese Erkenntnis schwingt meines Erachtens durch das ganze Buch. Durch das ganze Buch, für das wir hier und heute zusammengekommen sind. Und damit komme ich zu dem sechsten und abschließenden Gedankensplitter. Zielgerichtete Führung geht nur miteinander. Erfolgreiche Führung ist nur im Verständnis von bewusster Zusammenarbeit vorstellbar. Vorgesetzte müssen Untergebenen immer wieder Sinn und Notwendigkeit ihrer Aufgaben und deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang erklären. Informationen über wesentliche Dienstbelange und regelmäßige Gespräche sind notwendiger Bestandteil von Führung. Ich habe zitiert aus der Zentralen Dienstvorschrift 10-1. Dadurch wird die nicht schlechter. Die ist nämlich gut. Das bringt mich auf einen anderen Begriff, den ich genauso bei dem vorherigen Gedankensplitter hätte bringen können, beim Vertrauen. Und das ist die sogenannte Fehlertoleranz. Fehlertoleranz gehört zum Führen auch dazu. Den Aspekt der Fehlertoleranz thematisiert in diesem Buch übrigens der Laufbahnwechsler Mark Kuhn im Rahmen eines Beitrages unter, wie ich finde, dem schönen Titel »Über den Horizont – Ansichten eines Laufbahnverräters«. Ich finde sowieso die Titel in diesem Buch sehr schön gewählt. Ich komme zum Schluss darauf. Damit, meine sehr verehrten Anwesenden, sind meine sechs Aussagen, meine sechs Gedankensplitter im Rahmen dieses Festvortrages zum Thema erfolgreich führen gesetzt. Und ich will diese vielleicht auch als Starter für die anschließende Podiumsdiskussion noch einmal zusammenfassend nennen. Der Mensch macht den Unterschied. Führen bedeutet, durch andere zu wirken.
Gutes Führen ist angewandte Menschenkunde. Man muss dienen lernen, wenn man führen will. Ohne Vertrauen kann nicht geführt werden. Und zielgerichtete Führung geht nur miteinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf einige der Autoren dieses Buches habe ich bereits Bezug genommen, aber auf andere noch nicht. Seien Sie gewiss, dass dieses bisherige noch nicht erwähnen nichts mit der Qualität der übrigen Beiträge zu tun hat, sondern lediglich mit dem thematischen Zusammenhang meiner Festrede. Seien Sie versichert, es lohnt sich, jeden Beitrag zu lesen. Allein die Wahl der Titel macht aus meiner Sicht schon Lust auf mehr. Lukas Reitstetter zum Thema Kameradschaft ist, wenn der Kamerad schafft. Karen Haag mit dem Thema Frauen in der Kampftruppe, Fragezeichen, lieber nicht, Ausrufezeichen. Lassen Sie sich von diesem Titel nicht fehlleiten. Ihre Aussage ist wesentlich differenzierter. Kai Squara mit dem Titel Soldent oder Studat? Fragezeichen. Der Offizier in der Gesellschaft und der Einfluss des Studiums. Max Pritzke mit einer Reflexion über Schein und Sein. Florian Rotter mit seinen Gedanken zur Frage, wie dienen, Fragezeichen, preußische Tugend im 21. Jahrhundert. Felix Schuck und Torben Meyer mit der Abhandlung Das deutsche Heer im Kampf 1914 bis 1918, neue Perspektiven nach Beginn des Ersten Weltkrieges. Diana Denner mit ihrem Aufsatz unter dem Titel Von Tradition und Kamerad Pferd. Worum sich heute nur mancher noch schert. Punkt, Punkt, Punkt. Martin Böcker mit seiner Abhandlung über Elmar Wiesendahls Athen und Sparta. Eine Kritik mit persönlichen Anmerkungen. Und Jan-Philipp Birkhoff mit der Arbeit zum Thema Führen trotz Auftrag. Zur Rolle des militärischen Führers in der postheroischen Gesellschaft. Die einzigen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, sind die Herausgeber. Aber einer davon hat schon geredet. Marcel Bonert und Lukas Reitstetter. Und ich sage Ihnen, Herausgeber ist nicht nur, dass man den Namen draufsetzt. Da gehört wesentlich mehr dazu. Und deshalb auch den beiden einen ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sehen, ich kann nicht anders, als mit einer dringenden Empfehlung zu enden, die Ihnen von Marcel Reich-Ranicki vielleicht vertraut ist. Lesen Sie dieses Buch! Lesen Sie es. Es ist ein überzeugendes Beispiel für das, was wir immer wieder aufs Neue brauchen. Die kritische und gut reflektierte. Nicht immer im Zielkorridor vielleicht liegende, darauf kommt es aber gar nicht an. Auseinandersetzung mit dem Beruf der Soldatinnen und Soldaten. Und dies alles nicht als Selbstzweck, nicht in geschlossenen Zirkeln, nicht abgegrenzt von der Zivilgesellschaft, sondern in derselben, mittendrin. So wünsche ich diesem Sammelband möglichst breite Resonanz, eine gute Wahrnehmung, auch und gerade in der interessierten Öffentlichkeit und in der Politik. Die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes haben es wahrlich verdient. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr General, sehr geehrte Oberste, Professorinnen und Professoren, Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Damen und Herren, als einer der Herausgeber dieses Bandes ist es jetzt meine Absicht, Ihnen in den kommenden etwa 10 Minuten dieses Buch vorzustellen.
Dabei werde ich nicht so vorgehen, dass ich das jetzt hier vorlese oder sozusagen am Inhalt des Bandes ausgerichtet Seite für Seite durchgehe. Das wäre, was die Titel angeht, zumindest auch redundant zu dem, was General Barth hier dankenswerterweise gerade vorgetragen hat. Sondern ich möchte Ihnen vor allem einen Einblick in die Hintergründe und den Entstehungsprozess dieses Projektes geben und Ihnen damit auch einen Einblick verschaffen in die Absicht der Autoren und auch in das Berufsverständnis und, wie es der Titel des Bandes ja schon sagt, in die Gedankenwelt dieser jungen Offiziere. Wir feiern ja heute hier eine Buchpublikation. Das Buch hat sicherlich jeder von Ihnen sich ja schon mal irgendwo abgebildet gesehen, ob nun wirklich in den Händen gehalten oder online oder wo auch immer, ist genau genommen nur ein Teil eines größeren Projektes. Also Armee im Aufbruch ist sozusagen ein Projekt, das seit etwa 2 Jahren mit jungen Offizieren hier an der Universität der Bundeswehr in Hamburg informell, also nach Dienst, betrieben wird. Und dieses Buch ist natürlich ein Meilenstein und sicherlich auch der vorläufige Höhepunkt des Projektes. Es soll aber nicht in jedem Falle der Abschluss sein. Dafür gibt es verschiedene Ideen, wie wir das noch weiterführen könnten, aber die hängen sicherlich auch mit der Verbreitung und Wirkung dieses Bandes zusammen. Und ja, die Informationen zu diesem Band, die können Sie dieser Folie entnehmen. Also es hat 280 Seiten. Wir haben 16 junge Offiziere der Kampftruppen dazu bewegen können, hier Beiträge beizusteuern. 2 haben zusammengeschrieben, deswegen sind es 15. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir 3 Geleitworte von Militärs aus anderen Hierarchien sozusagen beisteuern konnten. Und damit nochmal, ja, oder der Sinn des Projektes für uns noch mal etwas bekräftigt wurde, auch von anderer Seite. Es hat einen relativ stolzen Preis, also das haben Sie sicherlich auch schon nachgelesen, 24,80 € im Paperback und im Hardcover sind es dann fast 35 €. Allerdings ist der Miles Verlag ja heute auch hier vertreten und Frau Hartmann hat uns zugesichert, dass jeder von Ihnen, der sich jetzt hier auf diesen Weg gemacht hat, das Buch mit einem deftigen Rabatt erwerben kann. Und auch wenn nicht genügend Bücher da sein sollten, für Sie sozusagen die Sonderregelung gilt, dass Sie auf jeden Fall diese, ich glaube 30% waren es, richtig? Ich sehe Sie nicken, okay, hier auf jeden Fall gewährt bekommen. Und das ist ein Buch, über das folgende 2 Herren immerhin Folgendes sagen. Solche Stellungnahmen machen uns zum einen natürlich stolz und zum anderen lassen Sie mich auch darauf hoffen, dass es tatsächlich lebhafte Diskussionen um diesen Sammelband geben wird. Dazu möchte ich später aber nochmal kommen und jetzt erstmal zu einem anderen Thema, das offensichtlich die Facebook-Welt bewegt und das vielleicht auch bei dem einen oder anderen bei Ihnen noch so als Frage im Hinterkopf schwebt und das sicherlich auch in der Legitimität sozusagen gerade vom General Barth, warum sich denn hier nur Kampftruppenoffiziere äußern, ich will nicht sagen, in Frage gestellt wird, aber zumindest ist es ja durchaus mal berichtenswert oder nachdenkenswert, warum nun eigentlich Kampftruppen und was genau sind eigentlich Kampftruppen. Und es ist wichtig sozusagen, um zu verstehen, was diese Autorenschaft eigentlich darstellt oder darstellen möchte, und was die Absicht der Autorenschaft ist. Ja, und leider muss ich Ihnen eine ungefähre Antwort auf diese Frage geben, denn sämtliche Recherchen in allen möglichen Vorschriften der Bundeswehr ergeben ein relativ uneinheitliches Bild. Dort werden also im stetigen Wechsel die Begriffe Kampftruppe, Kampftruppen und Kampftruppenkräfte gebraucht. Und über das, was hier sozusagen an Quellen aufgelistet ist, gibt es auch noch einige Heeresdienstvorschriften, die etwas spezifischer sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und dort wird auch noch von gepanzerten Kampftruppen oder zu Fuß kämpfenden Verbänden der Kampftruppen gesprochen. Aber es gibt natürlich etwas, das ich mal als Allgemeinverständnis in der Bundeswehr bezeichnen würde. Und das hat eine unserer Autorinnen in ihrem Beitrag relativ gut, so denke ich zumindest, zusammengetragen.
Und ja, wie ich es gerade schon gesagt hatte, das ist vermutlich das sehr weit verbreitete Verständnis in der Bundeswehr von dem, was eigentlich Kampftruppe ist. Und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind nur Kampftruppensoldaten in diesem Band zu Wort gekommen und der Autorenkreis beschränkt sich tatsächlich auf den hier dargestellten Bereich. Und da stellt sich natürlich dann auch gleich die weiterführende und sicherlich berechtigte Frage, warum? Und das möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf den Afghanistan-Einsatz oder die intensiven Jahre in Afghanistan, die in etwa zwischen 2008 und 2011 liegen, beschreiben. Dort waren es nämlich Kampftruppen, die typischerweise oder naturgemäß außerhalb der Feldlager eingesetzt waren und zumindest in Provinzen Kunduz und Baglan einen regelrechten Kriegsalltag erlebt haben. Ja, und man kann sicherlich sagen, dass die Kampftruppen die Hauptlast dieser Einsätze getragen haben. Und das lässt sich nicht nur an der Patrouillenfrequenz festmachen, sondern auch an den gefallenen und verwundeten Zahlen. Und hinzu ist zu sagen, dass den Kommandeuren, Kompaniechefs und Zugführern der Kampftruppen üblicherweise auch die Planung und Durchführung von Operationen außerhalb der Feldlager obliegt. Und wir haben eben für uns definiert, dass es einen besonderen Status dieser Kräfte bedeutet. Wie ich immer so schön sage, Ehre und Belastung zugleich. Und dass das eben auch die Autorenschaft sein soll, die sich hier äußert, die zukünftig in diesen Verwendungen vermutlich auch wieder in Auslandseinsätzen sein wird. Ja, damit kann man das eigentlich auch schon abschließen, denke ich. Als Startpunkt des Projektes gab es verschiedene Thesen, die ich aufgestellt habe. Die eine ist nämlich, dass die Generation heutiger Kampftruppenoffiziere, die junge Generation der Bundeswehr in vollem Wissen über die Intensität dieser Einsätze beigetreten ist. Ja, wenn Sie auch in das Buch schauen oder hier in die Studentenschaft, dann sehen Sie, dass die Geburtsjahrgänge dieser jungen Offiziere in der Regel irgendwo zwischen 1987 und 1990 anzusiedeln sind. Was bedeutet, dass diese Soldaten mit einer Bundeswehr im Einsatz groß geworden sind. Die kennen das quasi seit Geburt an nicht anders. Eine zweite These ist, dass in der Bundeswehr eine Generation Einsatz existiert. Heißt Soldaten, die auslandserfahren sind und die sich durch ihre Erfahrung prägend auf den Nachwuchs auswirken. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Empfindung, sondern unter anderem im Mieles Verlag ist auch ein Buch erschienen mit selbigem Titel, Generation Einsatz. Und es wird tatsächlich auch empirisch belegt, unter anderem durch die Forschung von Frau Dr. Anja Seifert, die die Veteranenstudie kürzlich veröffentlicht hat, mit der ich etwas ausführlicher sprechen konnte und die mir gesagt hat, ja, ihre Ergebnisse empirisch belegen, es gibt eine Generation Einsatz in der Bundeswehr. So, und meine letzte These ist, dass diese Generation Einsatz über eine Mündigkeit verfügt, die Vorgängergenerationen in dieser Zeit so nicht hatten. Das mache ich zum einen an einem relativ selbstbewussten Auftreten dieser Soldaten fest und zum anderen natürlich auch an einer Vielzahl an Heimkehrerliteratur, die inzwischen über unter anderem die Auslandseinsätze in Afghanistan erschienen ist. Und 80 Bücher Heimkehrliteratur zählt unser Land derzeit. Die sind qualitativ breit gefächert. Ein herausragendes Werk ist sicherlich Vier Tage im November von Johannes Klär, der heute auch hier ist, worüber ich mich sehr freue, der auch zu diesem Sammelband ein Geleitwort beigesteuert hat. Und ich denke, dass diese Heimkehrliteratur sehr wichtig ist, da sie zum einen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein, die öffentliche Wahrnehmung der Bundeswehr sich auswirkt und zum anderen auch auf das Selbstverständnis unserer jungen Offiziere, des militärischen Nachwuchses. Ich denke, dass diese Mündigkeit, die ich bei dieser Generation Einsatz festgestellt habe, sich auch auf die nachfolgende Generation überträgt. Und exemplarisch kann man das an den Autoren dieses Bandes festmachen. Sie hatten vorhin gelesen, dass es 16 Autoren gab.
Einige von denen sehen Sie jetzt auch unter sich. Einige sind mittlerweile versetzt, befinden sich derzeit im Auslandsstudium oder Ähnliches. Ja, Sie sehen auch, dass nur 12 Fotos der Autoren jetzt hier an diese Wand projiziert sind. Und der Grund dafür ist, dass 2 Autoren ohne Foto ihren Beitrag veröffentlichen wollten und 2 Autoren tatsächlich völlig anonym geschrieben haben. Was bedeutet, dass sie weder mit Foto noch mit ihrem Klarnamen in diesem Band erschienen sind, sondern ein Pseudonym genutzt haben. Und das kann man kritisieren, das wird auch schon heftig kritisiert. Aber wenn man sich die Texte durchliest, wird man vielleicht zumindest ein Verständnis dafür entwickeln, warum die das gemacht haben. Einer von denen hat sich zur Zeit Veröffentlichung des Bandes in Afghanistan befunden. Und ein anderer schreibt sehr persönlich seinen Weg oder beschreibt sehr persönlich seinen Weg, den er hier in dieser Bundeswehr hatte. Und auch wenn unser Anliegen natürlich ist, eine offene Diskussion zu führen, haben wir ihm durchaus zugestanden, dass er hier eben anonym bleibt. Diese jungen Offiziere waren zu Beginn des Projektes, Ende 2012, alle irgendwo zwischen Fahnenjunker und dem Dienstgrad Oberleutnant. Inzwischen sind fast alle Leutnant. 2 davon sind tatsächlich mittlerweile auch im Rang eines Hauptmannes. Also auch in den letzten 2 Jahren haben diese Offiziere natürlich ein wenig an Erfahrung zugelegt. Ja, was haben wir jetzt in diesen letzten 2 Jahren gemacht? Zum einen natürlich an den Texten gearbeitet und zum anderen gab es immer wieder regelmäßig Kolloquien, die wir hier an Abendveranstaltungen an der Universität durchgeführt haben, wo wir zusammengekommen sind, Texte vorgestellt haben, Texte diskutiert haben, wo ich den Autoren auch aufgezeigt habe, was passieren könnte, wenn sie bestimmte Dinge sehr offen und ehrlich schreiben. Und wie man auch Kritik gut verpackt, damit sie ankommt beim Gegenüber und nicht nur als Gemecker empfunden werden. Und ohne zu lenken, ohne zu zensieren, wurden diese eben angenommen, diese Dinge, oder auch nicht. In jedem Fall haben wir uns rege ausgetauscht und diskutiert und Anteile dieser Diskussionen lassen sich auch in diesen Beiträgen wiederfinden. Also es ist bei keinem dieser Beiträge so, dass irgendjemand ganz allein in seinem Zimmerchen gesessen hat und dort irgendetwas zu Papier gebracht hat, sondern ja, es wurde von vielen Seiten diskutiert, auch kontrovers und die Beiträge entsprechend angepasst oder verändert. Aber nochmal, es war keine Zensur. Jeder Autor hat am Ende das veröffentlichen können, das er mit gutem Gewissen veröffentlichen wollte. Und Gleichmacherei war nichts, was Ziel dieser Autorenschaft war. Sie werden das auch in den Beiträgen sehen und haben es vielleicht an den Titeln der Beiträgen auch erkannt. Es sind sehr viele Themen, die den jungen Offiziernachwuchs bewegen und es sind sehr viele Themen, die auch in diesem Buch bearbeitet werden. Ja, und was war meine Rolle dabei? Ich habe diese Autoren begleitet, angeleitet, unterstützt. Aber auch das habe ich gerade im letzten Kolloquium, das wir durchgeführt haben, vor circa 1,5 Stunden klargemacht. Ich überlasse das Projekt mit dem jetzigen Zeitpunkt vollständig dieser Autorenschaft. Das heißt, ich habe sozusagen bis zum Startpunkt des Ganzen meine Unterstützung diesen jungen Offizieren zukommen lassen. Es ist jetzt gut angelaufen und ab jetzt soll es das sein, was es auch wirklich ist, nämlich eine Diskussion junger Offiziere mit älteren Offizieren, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft oder was auch immer. Ja, und ich möchte den Offizieren sagen, dass ich mächtig stolz auf das bin, was sie hier fabriziert haben, dass ich es auch sehr mutig finde und dass ich hoffe, dass sie so authentisch und auch mutig bleiben. Und jetzt könnte natürlich bei dem Wort Mut im militärischen Kontext bei dem einen oder anderen der Gedanke aufkommen, ja gut, was ist jetzt daran eigentlich mutig, irgendwas zu Papier zu bringen, zu veröffentlichen und sich dann an der Diskussion zu stellen. Und damit möchte ich Ihnen zunächst zeigen, dass ich mit dieser These, dass das mutig ist, nicht ganz alleine bin, sondern auch der General Karsdorf, unser Inspekteur des Heeres, hat sich dahingehend geäußert, dass er das schon als mutig empfindet, was diese jungen Offiziere hier gemacht haben. Und es wurde bereits im Vortrag von General Barth auf die Titel dieser Beiträge hingewiesen, von denen ich Ihnen jetzt noch mal einige an die Wand geworfen habe.
Man kann sagen, dass die jungen Offiziere durchaus kritisch mit ihrem eigenen Berufsverständnis, ihrem Selbstverständnis als junge Offiziere und auch mit dem Soldatsein an sich auseinandersetzen. Mutig auch, weil sie sich offen einer Diskussion stellen, deren Verlauf völlig unklar ist. Also wir haben zwar gesagt, dass der Band offensichtlich gut angelaufen ist und die Verkaufszahlen erstmal gut liegen, aber inwieweit sich eine Diskussion entwickeln wird und inwieweit vielleicht einzelne Autoren auch an ihren Thesen festgenagelt werden, inwieweit das vielleicht auf ihre militärische Karriere Einfluss haben wird, ist völlig unklar. Und ich bin Berufssoldat, mir kann da nicht mehr so viel passieren. Aber diese jungen Offiziere haben noch nicht mal ihr Studium beendet, zumindest in Teilen noch nicht. Und wir schauen halt mal, was passiert. Aber das erfordert doch, denke ich, einen gewissen Mut. Und ich möchte, weil sie vorhin auch schon kurz erwähnt wurde und der Vollständigkeit halber auch das zu diesem Sammelband gehört, noch auf die Illustration von Leutnant Natalie Falkowski hinweisen, einer jungen Panzeroffizierin, die sich derzeit in einem Auslandsstudium in den USA befindet, deshalb nicht hier sein kann. Und sie hat zu jedem einzelnen Beitrag eine Illustration verfasst, hat vorher mit dem Autor gesprochen, hat darüber geredet, was dargestellt werden soll, wie man das, was im Text formuliert wird, möglichst gut zu Papier bringen kann und hat dann wirklich tolle Motive entstehen lassen, bei denen ich davon ausgehe, dass viele dieser Motive auch im militärischen Kontext wieder erscheinen werden. Auf Fluren von Kasernen, als Bilder an der Wand oder auch an Postkarten, die Sie auch im Anschluss an diese Veranstaltung noch ausreichend einstecken können. Und auch das hatte ich eingangs erwähnt. Worum geht es uns mit diesem Band oder worum geht es diesen jungen Offizieren? Vor allem darum, in einen Dialog zu treten, in einen Dialog mit der Öffentlichkeit und der Gesellschaft. Dazu habe ich Ihnen noch ein Zitat mitgebracht, und zwar diesmal vom Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, der die Äußerung dieser jungen Offiziere als Beleg dafür sieht, dass die Bundeswehr bereits ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft hat. Und dieser Band versteht sich als einen Beitrag zur Diskussion, als einen Beitrag zur Debatte. Und unsere Hoffnung ist es, unter anderem mit dieser Veranstaltung oder auch mit dem Internetauftritt, mit dem Facebook-Auftritt, den die jungen Offiziere selbst finanziert und ja, selbst motiviert betreiben, wirklich in einen Dialog mit den Lesern und mit Usern zu treten und offen und kontrovers und auch kritisch Themen, die in diesem Buch angeschnitten werden, diskutieren zu können. Ob das klappt, ist völlig unklar. Wir machen uns keine Illusion. Social Media ist unberechenbar. Ich glaube, wir hatten 20 Facebook-Zusagen für die heutige Veranstaltung. Wenn Sie sich umschauen, sehen Sie ja, dass es einige mehr geworden sind. Es ist, auch wenn der Verkaufsstart gelungen ist, völlig offen. Aber wir hoffen, dass unsere Offenheit ankommt und auch Resonanz findet. Und ich möchte meinen Vortrag schließen mit einem Zitat, das die Idee dieses Bandes meiner Ansicht nach ganz hervorragend aufgreift und zusätzlich auch noch sehr schön in den zweiten Teil dieses Abends überleitet. Es stammt von Stabsoffizier Jan Hecht, der heute auch auf dem Podium sitzen wird, der einer von 29 Trägern der höchsten Auszeichnung ist, die diese Bundeswehr zu vergeben hat und der auch ein Geleitwort zu diesem Sammelband beigesteuert hat. Und ich habe angekündigt, dass ich in die zweite Reihe zurücktreten werde. Das möchte ich jetzt auch wahr machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe auf einen spannenden Abend und interessante Diskussion und übergebe jetzt das Feld an die Podiumsredner und natürlich an die jungen Offiziere. Vielen Dank. Bevor wir mit der eigentlichen Podiumsdiskussion beginnen, möchte ich Ihnen kurz das Podium an sich vorstellen. Herr Winfried Nachtwey ist Mitglied der Bundestagspartei Bündnis 90 Die Grünen und war von 1994 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er gilt als renommierter Verteidigungsexperte und bringt sich auch heute noch regelmäßig in sicherheitspolitischen Diskussionen mit ein, in welchen er seine klaren Erwartungen an die deutsche Armee ebenso wie an die Politik formuliert. Herr Stabsoffizier Jan Hecht ist Panzergrenadierfeldwebel und führte unter anderem in der ISAF-Mission der NATO einen Panzergrenadierzug in Afghanistan.
Für sein beispielhaftes Entsetzen eines Spähtrupps wurde er nach Beendigung seines Einsatzes als 7. Soldat der Bundeswehr mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet. Als erfahrener Unteroffizier stellt er nicht nur die militärische Fachexpertise des Podiums, sondern zugleich auch die Erwartungen der Unterführer an ihre Vorgesetzten dar. Herr Sascha Stoltenow war selbst Offizier und baut in seiner Verwendung unter anderem die Einsatzkameratrupps der Truppengattung operative Kommunikation mit auf. Nach seinem Ausscheiden 2001 beschäftigte er sich intensiv mit dem Kommunikationsmanagement der Bundeswehr und greift mit seinem Blog bendlerblog.de kontinuierlich in die Diskussion über das Bild der Armee in der deutschen Gesellschaft ein. Das Hauptaugenmerk sind hierbei immer wieder die Werbekampagnen und ihre Umsetzung der deutschen Streitkräfte. Herr Dr. Klaus Naumann ist Historiker und in seiner momentanen Funktion Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Zudem ist er Mitglied im 14. Beirat für innere Führung. Herr Naumann setzt sich in seinen Schriften auf akademischer Ebene mit dem Bild des Soldaten der modernen Gesellschaft mit der modernen Gesellschaft der Bundesrepublik auseinander und formuliert im Umkehrschluss die Anforderungen an den geistigen Führer von morgen. Meine Herren, wenn ich Sie bitten darf, auf dem Podium Platz zu nehmen. Herr Naumann, Sie gestatten mir, den ersten Impuls an Sie zu richten. Vor wenigen Wochen sprachen Sie in einem Interview davon, dass der Soldatenberuf mittlerweile in der Bundesrepublik zu einem politischen Beruf geworden ist und sich der militärische Führer gerade in höheren Dienstgradgruppen intensiv mit der Politik auseinandersetzen muss. Ist es nicht vielmehr so, dass der Soldatenberuf in der heutigen bundesdeutschen Gesellschaft ein gesellschaftlicher Beruf an sich ist und ein Führer, egal welcher Dienstgradgruppe, sich intensiv mit der Gesellschaft an sich auseinandersetzen muss und sich in diese einbringen muss? Tja, ich meine, in erster Annäherung stimmt natürlich beides. Das ist ganz klar. Das ist, die These lässt sich begründen, aber es lässt sich auch die Gegenformulierung begründen. Es ist ein gesellschaftlicher Beruf. Natürlich ist es ein gesellschaftlicher Beruf, aber in einem bestimmten Dienstverhältnis. Und dieses Dienstverhältnis ist anders als in anderen Berufen, erstens. Zweitens ist es aber auch anders als in anderen Dienstberufen, nämlich es ist der Soldatenberuf mit einem bestimmten Maß an Anforderungen, Gefährdungen, Verantwortung und so weiter. Das ist für mich eine Differenzierung, die ich erstmal machen würde, dass ich diesen Beruf entgegen der Debatte, die in der Bundesrepublik, naja, eigentlich schon vorbei ist, de Maizière hatte das auch nochmal formuliert 2011, der Soldatenberuf ist kein Beruf wie jeder andere, aber er antwortete darauf auf eine Wahrnehmung der Streitkräfte, der Angehörigen der Streitkräfte, die in der Zeit der alten Bundesrepublik ja sehr verbreitet war, unter dem Primat der Integration zu sagen, Soldat ist ein Beruf wie jeder andere. Was war damit eigentlich gemeint? Natürlich kann man das kritisieren. Gemeint war aber auch bei Baudissin, dass auch der Soldat Recht und Gesetz, Arbeitsvertrag und Vertragsrecht unterliegt. Das unterliegt er auch weiterhin. In diesem Sinne ist auch der Soldatenberuf nach wie vor ein Beruf wie jeder andere. Aber das erschöpft die Definition nicht. So möchte ich das mal aufdifferenzieren und jetzt zum politischen Beruf. Der Soldat steht in einem besonderen Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn beziehungsweise Schwur auf Verfassung und so weiter und so fort. Die Aufgaben, die er dafür übernehmen muss, sind von anderer Bedeutung als in anderen Berufen und die Nähe zur Politik, zum Staat ist eine andere als in vielen anderen, sagen wir mal, Dienstleistungsberufen. Diese Nähe hat sich auch verändert. Das möchte darum versuche ich diese These des politischen Berufs so zu pointieren. Wir haben in der klassischen Verteidigungsarmee einen mehr oder weniger breiten Konsens, dass die Verteidigung des Landes, kollektives Notwehrrecht, legitim ist. Natürlich hat man sich jahrzehntelang darüber gestritten, was das richtige Mittel ist. Das gehört zu einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Das kann nicht der Vorwurf sein. Aber die Plausibilität der Verteidigung war sozusagen selbstverständlich. Heute leben wir unter Verhältnissen der sogenannten Sicherheitsvorsorge. Was aber Sicherheit heißt, wo ihr begegnet, wo sie hergestellt werden soll, wie man ihr vorsorgt, ist ein Gegenstand immerwährender politischer Debatte um Legitimation.
Das ist eine andere Legitimation, die dauerhaft immer wieder neu erzeugt werden muss, als die Plausibilisierung der Landesverteidigung. In diesem Sinne rückt der Soldat, der Soldatenberuf enger an die Politik heran. Der hier auch kritisiert, der Elmar Wiesenthal hat das auch sehr schön beschrieben. Man könnte fast sagen, das Militär wird zu einer Art Staatsklasse. Wollen wir das eigentlich? Vermutlich wollen wir das nicht. Aber es gibt eine größere Nähe zur Politik. Es werden Kriege geführt oder es werden Kriege nicht geführt. Es werden Kriege begonnen oder es werden Kriege wieder abgebrochen. Es unterliegt einer ganz anderen Dynamik als die klassische Situation der Landesverteidigung. In diesem Sinne, vor diesem Hintergrund, rede ich vom Soldatenberuf als einem politischen Beruf, weil der Soldat diese Politisierung seines eigenen Gewerbes mitreflektieren muss. Und zwar muss er das nicht nur, um treu zu dienen, sondern weil treu zu dienen auch heißt, den klaren Kopf über Sinn und Nutzen des Auftrags zu behalten. What is the common sense? Was soll das Ganze? Das Barbara Tuchman hat das einmal, eine amerikanische Historikerin in West Point, sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, bei den politischen Kriegen, die heute geführt werden, stellt sich dem Soldat dieselbe Frage wie dem Bürger. What is the common sense? Das Geschäft des Generals, das Geschäft des Offiziers war schon immer schwierig, sagt sie. Aber das Problem des Bürgers ist auch nicht viel einfacher, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Deswegen, kurzum, ist der Soldatenberuf ein eminent politischer Beruf. Früher hätte man gesagt, in den guten 50er und 60er Jahren, ein geistiger Beruf. Was wollte man denn damit sagen? Wieso ein geistiger Beruf? Wieso soll ein Kämpfer einen geistigen Beruf haben? Auch das war eine Metaphorik, die auf einen bestimmten Sinninhalt oder Bildungsziel zielte. Ich würde dieses Argument mit der Bezeichnung politischer Beruf noch weiter pointieren und würde fordern, es wäre gut, wenn ein Selbstbewusstsein entstünde, den eigenen Beruf neben vielen fachlichen Anteilen auch als einen eminent politischen Beruf zu sehen. Wenn ich da vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen kann. Ich sehe natürlich einen gewaltigen Unterschied. Natürlich habe ich in meinen, also ich, wenn ich jetzt mal die Ebene Zug betrachte oder Kompanie, ist da ein gesellschaftlicher Querschnitt vorhanden und auch so eine querschnittliche Meinung über den politischen Auftrag, den wir umsetzen. Und der Unterschied ist natürlich ganz klar. Egal wie die Soldaten den Einsatz in Afghanistan zum Beispiel sehen, ob sie dann nach Afghanistan gehen und den Auftrag umsetzen, die Frage stellt sich für den Soldaten eben nicht. Ja. Das heißt, wir können das kontrovers sicherlich betrachten und diskutieren, aber den militärischen Auftrag erfüllen wir. Ja. Und das unterscheidet den Beruf dann doch schon erheblich von anderen Berufen. Ja. Aber wir könnten uns ja darin einig sein, dass es sehr wünschenswert ist, dass er den Sinn dieses Auftrags nachvollziehen kann und dass er ihn, soweit es ihm möglich ist, auch sozusagen in Worte kleiden kann, nachvollziehen, artikulieren kann. Ich denke, jede Auftragserfüllung bedingt, dass man den Sinn dahinter versteht. Ansonsten lässt sich ein Auftrag nicht erfüllen. Also ich gehe davon aus, dass die Soldaten durchaus wissen, welchen Auftrag sie in Afghanistan umsetzen. Herr Nachtwey, Herr Naumann hat angesprochen, dass der Soldatenberuf immer weiter oder sich immer enger an die Politik annähert. Inwieweit wird der Soldatenberuf im 21. Jahrhundert von der Politik wahrgenommen? Wird er immer noch wahrgenommen als, ja, den Ausführungen von Herrn Naumann entsprechend, Teils der Gesellschaft, oder sind wir mittlerweile so weit gegangen, dass der Soldatenberuf im schlimmsten Fall so eine Art Instrument wird, das eingesetzt wird, allerdings nicht mehr eigentlicher Teil von dem ist, was wir alle zusammen darstellen? Diese Alternative habe ich nicht so ganz verstanden. Können Sie sich noch mal genauer formulieren? Dass der Soldatenberuf bzw. dass die Armee an sich zu einem Instrument wird, welches von seitens der Politik eingesetzt wird, allerdings bei Nichterfolg genauso schnell wieder zurückgenommen wird und dementsprechend die Akzeptanz dessen, was der Soldat leistet, äußerst gering ausfällt. Nun, ich habe ja dieses Verhältnis zwischen Politik und Soldatenstreitkräften 15 Jahre mitbekommen
und dabei auch mitgewirkt als Mitglied des Verteidigungsausschusses war, an 70 also Einsatzentscheidungen, also Mandatsentscheidungen beteiligt, 20 davon also allein zu Afghanistan. Und da muss ich sagen, habe ich diese Frage je nach Bereichen sehr unterschiedlich also zu beantworten. Meine Einstiegserfahrung 1995, 1996 war die, bin als Grüner hingekommen, sah Auslandseinsätze kritisch bis ablehnend und dachte, die anderen, die Konservativeren von uns aus, die wollen jetzt unbedingt. So war es nicht. So war es nicht. Sondern, und das war von Anfang an eine sehr positive Überraschung, eine positive Enttäuschung, dass nämlich zumindest die Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsausschuss sehr sorgfältig und skrupulös dran gegangen sind. Ob ausreichend, steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Aber trotzdem zunächst mal sehr sorgfältig. Und dann also eben der Trend insgesamt also im Bundestag, dass man sagen kann, dass die Auslandseinsätze zu den Themenbereichen gehören, die noch am ehesten, noch am weitesten auch für viele Abgeordnete Gewissensfrage sind. Nicht nur sozusagen die Fraktionsführung, die gibt die Empfehlung, die Fachpolitiker auch und wir marschieren in die Richtung. Nein, nein, also das ist also eben und insofern nicht einfach nur ein instrumentelles Verhältnis. Nein, also eben ein stark Verantwortliches. Das kann dann allerdings so schwanken, wenn es dann die 15. Verlängerung ist. Wenn es kleine Einsätze sind, das ist mir öfter so aufgefallen, zum Beispiel Teilnahme an der UN, also als Militärbeobachter, wo die sozusagen Belastungen im Einsatz, jetzt nicht unbedingt das Lebensrisiko, aber die Belastungen höher sind als bei den Großeinsätzen. Aber da hatte man manchmal den Eindruck, das wird dann eher fast durchgewunken. Also da ist dann also eben, da lässt dann die verantwortliche, politisch verantwortliche Haltung was zu wünschen übrig. Und dann schließlich, wenn es dann also darüber hinausgeht, über die fachpolitischen Kreise, die eben sehr mit den Menschen, mit den Ausführenden der eigenen Aufträge zu tun haben, wenn es darüber hinausgeht, dann kann allerdings, ich habe das manches Mal auf der Ebene von Ministern und Kanzlern also erlebt, dass dann also eben ein zunehmend instrumentelles Verhältnis kommen kann. Also, dass ein bestimmter Einsatz, ich erinnere mich also an Teile von Enduring Freedom, KSK-Einsatz, das wurde nicht begründet mit der sicherheitspolitischen Notwendigkeit. Dieses also eben höchst anspruchsvolle militärische Instrumente in Anführungszeichen einzusetzen, sondern das war also einfach Symbolpolitik gegenüber USA. Da bringt man sozusagen besondere eigene militärische Werte in den Topf, so in der Art ungefähr. Und das also eben hat also nichts mehr dann, also finde ich, mit einer verantwortlichen Haltung gegenüber den Soldaten zu tun. Und was allerdings insgesamt, das zeigt sich vor allem dann im Afghanistan-Einsatz, unzureichend geschafft wurde, was eigentlich eine große Chance der bundesdeutschen Parlamentsbeteiligung ist, nämlich eine öffentliche Kommunikation und eine öffentliche, nachvollziehbare Legitimation eines Einsatzes hinzubekommen, das haben wir insgesamt wirksam und glaubwürdig und auf die Dauer nicht hinbekommen. Da haben wir tatsächlich, gibt es viele Gründe für, aber da haben wir insgesamt per Saldo versagt. Stichwort Versagen. Wenn die Politik versagt, diese Mandatierung zu rechtfertigen oder zu begründen, inwieweit, Herr Stoltenow, müsste der militärische Führer dennoch als Werbeträger in der Gesellschaft aktiv werden, um das eigene Berufsbild überhaupt noch zu legitimieren? Denn im Endeffekt ist es der Soldat, der angesprochen wird, warum der Einsatz so stattfindet, wie er stattfindet, und im Regelfall nicht die Politik in ihrer endgültigen Verantwortung dafür angezogen. Was ist jetzt die Frage?
einfach als Impuls, inwieweit der militärische Führer als Werbeträger in der Gesellschaft aktiv werden muss, um im Zweifelsfall die eigene Existenz noch zu rechtfertigen, auch abseits des Einsatzes. Soldaten sind keine Werbeträger. Werbeträger sind so 18 Eintel, das sind diese Großplakate, die am Straßenrand hängen und da darf jeder draufkleben, was er will. Ich glaube, dass wir in der, was anknüpfend an das, was Winfried Nachtwey gesagt hat, dieses Versagen der Politik, eine plausible Begründung zu liefern, knüpft an das an, was Sie gesagt haben, Herr General Barth. Wenn ich führen will und ich Vertrauen brauche, muss das auch von Seiten der Politik gelten und das zentrale Element und die zentrale Aufgabe auch der Politik wäre, die Anerkennung für das soldatische Dienen zu bewerben. Und zwar nicht in einem klassischen werblichen Sinne, sondern in diesem ganzen Spannungsverhältnis, in dem man steht. Die Besonderheiten des Soldatenberufes, nämlich bereit zu sein, zu sterben und zu töten, das ist kein Werbespot, das ist nicht lustig. Das heißt, wir müssten in einen Diskurs kommen, in dem sich die Bundesregierung nachhaltig verweigert hat. Herr Nachtwey hat es selbst probiert. Ich habe auch mal eine Petition beim Petitionsausschuss eingereicht. Die Bundesrepublik oder die Bundesregierung möge doch regelmäßig Bericht erstatten über den Afghanistan-Einsatz. Ich kenne mich also auch mit Scheitern aus. Trotz 800 Mitzeichnern und einem netten Brief des Petitionsausschusses ist da nichts passiert. Das Gute aber ist, dass ich als Bürger zumindest die Möglichkeit habe und tatsächlich einen Brief bekommen habe, den ich entnommen habe, dass man sich mir zugewandt oder dem Anliegen zugewandt hat. Grundsätzlich die Frage ist aber, warum ist denn das Bild in der Bundeswehr so, wie es ist und warum sind Generale in deutschen Talkshows so unterrepräsentiert? Ich sage, jetzt kann man sagen, ist das Strategie? Und ich behaupte, ja, es ist Strategie des Verteidigungsministeriums, das weiß, dass ich in einer durch die Medien geprägten Demokratie Großorganisation über die Medien führe. Das heißt, es ist gewollt, dass deutsche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaftsdienstgrade den öffentlichen Diskurs nicht in gleicher Weise mitprägen, wie es Politiker tun. Und wenn wir über die Bundeswehr reden, begehen wir immer einen Fehler, das Bundesverteidigungsministerium mit der Bundeswehr zu verwechseln. Das Bundesverteidigungsministerium ist eine Regierungsbehörde, die mit der Führung der Bundeswehr beauftragt ist. Die Bundeswehr selbst ist kommunikativ nicht autonom. Es gibt keinen Kommunikationschef der Bundeswehr. Die meisten Bürger in Deutschland denken, dass der Vorsitzende des Bundesverbandes der Pressesprecher der Bundeswehr sei, weil das der Einzige ist, der sich öfters mal zeigt. Und daran werden quasi, jetzt kann man sagen, das sind alles Defekte. Ich behaupte, das ist Absicht, das ist intendiert. Die Politik macht so Führung deutlich. Und das konnte sie über lange Jahre in einer Medienwelt, die nach Kanälen und Hierarchien geordnet war, wunderbar. Marcel Bohnert hat angesprochen, die Zahl der Veröffentlichungen über den Einsatz, die Einsatzerfahrung, aber auch insbesondere die Arbeit der Veteranenverbände wäre nicht möglich gewesen, zumindest in dieser Wirksamkeit nicht so möglich gewesen, wie sie jetzt unter anderem durch das Internet möglich war. Letztendlich kann ich sogar sagen, dass ich hier heute überhaupt sitzen darf, wofür ich sehr dankbar bin, das habe ich mir redlich über 7 Jahre erblockt. Weil irgendjemand dachte so, ach, was der da so schreibt, ist ja vielleicht ganz interessant. In einer anderen Welt, vor dem Internet, hätte ich dazu in einer Partei, in der Bundeswehr selbst oder in einer Stiftung mich mit diesen Themen befassen müssen, damit ich als professionell anerkannt werden würde. So, das ist jetzt meine persönliche Eitelkeit. Aber insgesamt das, was die Soldaten tun, was die Veteranenverbände beispielsweise tun, quasi in die Öffentlichkeit, in den Diskurs zu intervenieren, was Marcel Bohnert tut, was Johannes Klär tut, was die Kameraden hier tun, sie intervenieren in den öffentlichen Diskurs. Und das ist die beste Werbung, die sie machen können. Weil als Werbeträger, das ist banal, irgendwas draufzuschreiben. Das, was die Politik machen könnte und dem sie sich nachhaltig entzieht, ist die Anerkennung der Soldaten zu adressieren. Und wenn ich mit jungen Kameraden an den Universitäten arbeite, ich war gerade vor 2 Wochen in München an der Bundeswehr-Universität auch, ich hatte einen Vortrag hier mal gehalten, die fragen mich immer, warum wird die Bundeswehr in den Medien so schlecht dargestellt? Und dann zeige ich ihnen immer, wie die Bundeswehr sich selbst in den Medien darstellt. Dann sind sie erstmal böse auf mich und dann sind sie aber auch ärgerlich, weil tatsächlich die Bundeswehr es regelmäßig schafft, ein sehr diffuses Bild von dem, was denn den Soldaten oder die Soldatin ausmacht, in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Also,
zurückzukommen, die Aufgabe der Soldaten ist es nicht, Werbeträger zu sein. Die Aufgabe der Soldaten ist es, ihren Dienst zu erfüllen und in Erfüllung dieser Pflichten nochmal darüber hinauszugehen, in den öffentlichen Diskurs zu intervenieren. Die Anerkennung und die Werbung für die Bundeswehr ist Aufgabe der Politik. Das tut sie so schlecht, wie sie es derzeit tut. Sie befähigt vor allen Dingen auch die Mitarbeiter ihrer Organisation nicht. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, es ist nicht gewollt. Und damit kann man sich aus kommunikativer Sicht auseinandersetzen. Vielen Dank. Ja, gerne. Der Hintergrund für dieses Phänomen hat natürlich viel mit der deutschen Geschichte, mit der Geschichte der Bundesrepublik, mit einem Misstrauen gegenüber dem Militärischen zu tun. Und die Folge, die ich darauf voraus wahrnehme, ist, dass das Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle gestört ist. Die Kontrolle funktioniert sozusagen ganz gut. Da sind allerhand Vorkehrungen für getroffen, mit gutem Recht. Aber Kontrolle braucht eben auch dieses Vertrauensverhältnis. Und in diesem Vertrauensverhältnis ist die Frage der Vorschüsse sozusagen relativ gering. Man kann ja zwei Modelle für ein Dienstverhältnis formulieren. Und gibt's in der sozialwissenschaftlichen Theorie Agent und Steward. Also das eine ist der ausführende Agent, der nennen wir es vereinfacht gesagt, der Funktionär, der tut, was man ihm sagt. Der andere, Steward, ist der Treuhänder. Eigentlich entspricht unserem Begriff von einem öffentlichen Dienen die Figur des Treuhänders. Entfernte Verwandtschaft mit der Auftragstaktik und so weiter. Aber nicht nur, sondern ein Treuhänder, der auf Augenhöhe mit seinem Dienstherrn das definierte Ziel verfolgt und dafür einsteht. Und diese Treuhänderschaft setzt ein großes Maß an Vertrauen, aber natürlich auch ein großes Maß an Selbstbewusstsein und Kompetenz des adressierten Dienenden voraus. Ich würde immer sagen, es mangelt an beiden Enden. Es mangelt nicht nur bei der Politik an dem nötigen Vertrauen, es mangelt auch beim Militär, insbesondere bei der Militärführung, an dem mangelt auch an Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen einzufordern und sozusagen darzustellen. Ich will nicht von begrenzter Regelverletzung reden, das ist gar nicht das Problem, aber wenn man das Soldatengesetz, ich weiß gar nicht, was das ist, Artikel, Paragraph 10, oder was, das ist eine Konsensformel, sonst gar nichts. Dieses gebotene Maß unterliegt den Umweltbedingungen sozusagen. Und man müsste sich eigentlich Gedanken darüber machen, was ist denn in einer Situation, in der Sicherheitsvorsorge und die Unübersichtlichkeit der Welt zum Gegenstand von Sicherheitspolitik und Militärpolitik geworden sind und damit in den Auftrag des Soldaten einfließen, das gebotene Maß der Zurückhaltung, die ein Soldat in Treuhänderschaft zu erfüllen hat. Ich glaube, da wäre einige Gedankenarbeit beim Zentrum von Inneren Führung oder wo auch immer am Platze. Also ich fände das sehr lohnend, meinetwegen in der Zeitschrift Innere Führung, darüber mal eine Kontroverse zu führen. Das große Rätsel, das gebotene Maß der Zurückhaltung. Wer hat die richtige Antwort? Kann man doch mal machen. In Bezug auf Zurückhaltung, der Umkehrschluss dazu ist ja die Anerkennung. Herr Stabsfeldwebel Hecht, Sie als hocheinsatzerfahrener Soldat, inwieweit haben Sie oder erfahren Sie Anerkennung auf Seiten der deutschen Gesellschaft für Ihr militärisches Tun, für Ihr militärisches Handeln, für das Erfüllen des Auftrages? Oder ist diese Anerkennung in der postheroischen Gesellschaft, wie sie ja heutzutage in der Bundesrepublik vorherrscht, nicht mehr zu erwarten? Also das ist ja eine durchaus lang geführte Diskussion über die Anerkennung des Soldaten und dessen, was wir als Soldat und insbesondere im Auslandseinsatz leisten. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass sich die Anerkennung unseres Berufs und des Soldaten und auch dessen, was wir tun, in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Ja, wenn wir die letzten 14 Jahre betrachten, das ist ungefähr so der Zeitraum, wo wir so in den Einsätzen tätig waren, da ist schon deutlich, dass wir in der Anerkennung in der Gesellschaft deutlich gestiegen sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und ansonsten
ist die Anerkennung der Soldaten halt immer so eine Wellenbewegung. Das ist halt so, nicht? Wenn irgendwo eine Flut ist und wir Sandsäcke stapeln, dann ist es mal zeitweise hoch, regional begrenzt auch manchmal. Und das kann sich auch wieder ändern, wenn solche Sachen sind, wie ja, irgendwelche Skandale, die in der Bildzeitung dann publiziert werden. Dann kann das auch ganz schnell sinken, weil dann die Fallhöhe entsprechend hoch ist. Was mich persönlich dann immer so ein bisschen ärgert, ist, wenn ich in der Position bin, das, was ich in Afghanistan zum Beispiel getan habe, verteidigen zu müssen. Ja. Und das passiert immer wieder, weil es für uns eben keiner macht, sondern wir Soldaten selber den Auftrag erklären müssen, den Einsatz erklären müssen, weil die Anerkennung durch die Politiker zum Beispiel vorhanden ist, aber das Ganze hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ich war mehrfach im Bundestag eingeladen, wir waren beim Empfang des Wehrbeauftragten eingeladen, wir waren beim Verteidigungsausschuss eingeladen. Da ist durchaus Anerkennung da, da wird die Leistung gewürdigt, aber das Ganze passiert hinter geschlossenen Türen. Und das heißt, die Wahrnehmung außerhalb ist, diese Anerkennung findet nicht statt. Es ist tatsächlich nicht so. Ja. Also ich fühle mich durchaus anerkannt und auch das, was ich tue, anerkannt. Es könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Ja, alles gut. Herr Nachbar? Ich möchte das noch kurz ergänzen, weil ich ja über die Jahrzehnte auch die Anerkennung für Bundeswehrangehörige mitgekriegt habe. Und wenn ich mich also erinnere, ja gut, also als ich also selbst beim Bund war, 65 bis 67, da hatte ich höchste Anerkennung. Klar, da kriegt man dauernd und auffällig oft sogar dann noch Schulterklopfen also von Wehrmachts-, also Weltkriegsteilnehmern, aber trotzdem, da war die Anerkennung ziemlich ungebrochen. In den 70er, 80er Jahren, vor allem in den 80er Jahren, Antiraketenbewegung, oh, da war es aber äußerst gespalten. Und wenn man dann also eben die Anerkennung heutzutage vergleicht, glaube ich, seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik nicht so gut wie heute. Und meine Erfahrung ist, ich mache viele öffentliche Veranstaltungen, öffentliche, nicht hinter verschlossenen Türen. Letztes Jahr 60 Vorträge und so und in Schulen auch vielfach. Und wenn man nur etwas Zeit hat, plastisch darzustellen, was in den Einsätzen läuft, was da von den Soldaten geleistet wird, was auch von Polizisten und anderen geleistet wird und die Breite der Anforderungen und also eben, wie das so umgesetzt wird, durch die Bank, muss ich sagen Ihnen, durch die Bank hohe Anerkennung. Also das geht. Und da ist dann also eben auch allerdings immer wieder unheimlich sozusagen wirksam, wenn dabei Soldaten mit Einsatzerfahrung zur Sprache kommen. A und O, weil die nämlich noch am genauesten dann also eben berichten können, wie ist es und das nicht also eben dann, ich habe es früher erlebt, wenn dann ein Minister dann also eben was sagte über den Afghanistan-Einsatz und was erzählt hat über die Schützen, die zivilen Helfer und da kam dann raus so das Bild von dem Eskortenschutz, was so unsinnig war, weil es um Raumsicherung und Raumschutz ging, da wurde das nicht plastisch, aber solche Soldaten können das erläutern und dann kommt es auch gut rüber. Deshalb müssen viel mehr solche Foren, solche Kanäle geschaffen werden und dann also eben geht das. Das heißt, insgesamt sind die Chancen zu mehr begründeter, richtig begründeter, fundierter, überzeugter Anerkennung zu kommen, glaube ich, gar nicht schlecht. Darf ich hier ganz kurz nochmal? Selbstverständlich. Was dazu sagen. Das kann ich also nur unterstreichen. Ich habe im Anschluss an den letzten Einsatz viele Vorträge gehalten, ganz verschiedene Auditorien dabei gehabt. Und ich muss sagen, immer sind wir da mit großen, also mit sehr gutem Feedback rausgegangen. Und der O-Ton war eigentlich immer, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, wir haben nicht gewusst, was ihr da macht, was ihr eigentlich leistet und welche Entbehrungen, welche Anstrengungen damit eigentlich verbunden sind. Und das waren Vorträge, die haben wir meistens selbst organisiert. Ja, so, ich sag mal, auf einer Ebene Einheit bis Verband vielleicht noch. Wenn aber, und das war ja, als das Interesse 2009, 2010, 2011 noch groß war an dem Einsatz, wenn Anfragen kamen, auch von öffentlich-rechtlichen
Fernsehsendern, ZDF, ARD, irgendetwas zu produzieren über Afghanistan. Und es kamen bei uns Anfragen, da mit zu unterstützen. Und wenn es nur mit Hintergrundgesprächen war und wir offiziell beim PITS zum Beispiel angefragt haben, wurde sowas kategorisch abgelehnt. Ich denke, wir hätten bestimmt das ein oder andere Mal interessante Beiträge leisten können, um dann auch die ausgestrahlten Beiträge eventuell inhaltlich aufzuwerten. Ja. Das ist leider nie erfolgt. Ja. Darf ich noch eine heilige Kuh schlachten, also die auch durch den Bann getrieben wurde, insbesondere von Herrn Birkhoff, aber das ist ganz egal von wem, diese ominöse postheroische Gesellschaft. An die heften sich zwei Erfahrungen, die äußerst widersprüchlich sind. Erstens das unterstellte Desinteresse oder die Gleichgültigkeit, Argument A. Argument B aber, Opfersensibilität, Opferaversion und so weiter. Das eine ist der Inbegriff von Sorge und Zweifel und so weiter, die nur aus einem bestimmten Grad von Zuwendung erwachsen kann. Das andere, Desinteresse, Gleichgültigkeit, beschreibt aber eine Art von Abwendung. Das heißt, an die empirischen Befunde, die wir haben, macht aus der These der posthistorischen Gesellschaft eigentlich eine ganz durchwachsene, sagen wir mal gespaltene gesellschaftliche Wahrnehmung der Soldaten. Und vielleicht kann man sich besser auf sowas einigen, dass die Gesellschaft in diesen Fragen ausgesprochen gespalten ist und dass sie, wenn man annimmt, dass das Glas eben halb voll ist und nicht halb leer, dass sie überzeugt werden will. Aber es überzeugt sie keiner. Das ist das Problem. Nicht die Gesellschaft ist posthistorisch, also muss sich der arme Soldat auf seinen Beruf zurückziehen und die Profession als Passion leben, wie es einer der Beiträge schreibt, sondern er muss sich zur Gesellschaft öffnen, damit er diese Anerkennung einwerben kann und damit er auch für seinen Auftrag werben kann. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir über den Dienstbegriff reden, wem dient denn der Soldat? Der dient doch nicht nur seinem Dienstherr. Es wird ja auch diverse Male in dem Band geschrieben. Er dient dem Volk, der Gesellschaft, wem auch immer, wer ihn beauftragt. Also dieser Adressatenkreis verlangt auch eine Ansprache und eine Überzeugung. Und das hat mit postheroischer Gesellschaft wenig zu tun. Dass die Gesellschaft skeptisch ist gegenüber Militäreinsatz, beruht auf wohlbegründeten Erfahrungen. Nicht nur zweier Weltkriege, sondern Afghanistan 13 Jahre und jetzt haben wir den Befund. Was kommt denn dabei raus? Ja, das verlangt ein ausgesprochen großes Maß an Überzeugungsarbeit und Konkretion, was geschafft worden ist und was nicht, warum es sich lohnt, noch dort zu bleiben, mit welchen Aufgabenstellungen und wie das vor dem Hintergrund des Zusammenwirkens der unterschiedlichen Kräfte passiert, der zivilen, der militärischen, der diplomatischen und so weiter. Das gibt's alles sortiert nebeneinander, aber es gibt's kaum mit einer Klammer in einem irgendwie, Sie würden sagen, Zusammenhang strategischer Kommunikation. Die vermisse ich. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ich meine, es verlangt, glaube ich, eine gewisse intellektuelle Spreizung, wenn man glücklich sein muss, dass wir uns über die aktuellen Brustvergrößerungen irgendwelcher Starlets besser auskennen als über das, was die Bundeswehr in Afghanistan macht. Gleichzeitig ist das aber quasi die höchste Form der Anerkennung, denn in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der wir das aushalten, in der das die relevanten Themen sind, das ist eine sichere Gesellschaft, das ist eine freie Gesellschaft. Was Soldaten und sozusagen, weil ich ja so eine Hybridform aus ehemaligen Kampftruppen, dann Propagandaoffizier, Propaganda darf das nicht heißen, das sind meine Worte, und jetzt quasi Zivilpropagandist bin. Ich begrüße das und empfinde das auch so, aber ich rege mich auch nicht mehr darüber auf, wenn irgendein obskurer Verein irgendeiner Schule für irgendetwas, was sie vielleicht doch nicht gemacht hat, irgendeinen Preis verleiht, weil das so antimilitaristisch ist. Sondern ich sage, super, dass das möglich ist und unsere Soldatinnen und Soldaten ermöglichen das. Lasst uns streiten, das ist toll. Aber die Erregungswellen, die wir auch in den sozialen Netzwerken haben,
Wir haben ja auch über Armee im Aufbruch sowas viel auf Facebook gepostet und die Bundeswehrzentralredaktion hat das auch nochmal auf sich genommen und schwupps waren dann da in diesen Kommentaren noch irgendwelche, was sollen mir denn Offiziere, die haben noch keine Ahnung und na. Das heißt, das sozusagen, und dieser Betriebsmodus, bei dem wir denken, das ist ja das Internet und da darf jeder seinen Müll ab, sondern das ist ein Betriebsmodus, der gesamtgesellschaftlich quasi in diese Richtung von, wir wollen immer Eindeutigkeit haben. Und für Soldaten ist es unheimlich schwer, diese Uneindeutigkeit auszuhalten. Also die Fachleute sprechen da von einer Ambiguitätstoleranz. Und ich sage, ich würde stolz darauf sein, dass unsere Gesellschaft so vielfältig ist. Und dass Soldaten und Soldatinnen dazu beitragen, das zu erreichen. Und sich nicht über jeden Kram aufzuregen. Und diese direkte Begegnung, die ist dann natürlich, die ist immer sehr überzeugend. Und wir müssen auch aufpassen, dass wegen dieser fehlenden Ambiguitätstoleranz wir nicht intern diskriminieren. Und Marcel hat das rausgearbeitet nach dem Motto, wer war denn jetzt außerhalb des Lagers? Und du warst nur im Kosovo, das kann ja jeder. Ja, das ist ja wie Busfahren. Ja, dann, um dann denjenigen den Mund quasi zu verbieten, die jetzt nicht mindestens eine besonders herausragende Leistung erbracht haben, weil dann haben wir nämlich Kleingruppen, dann unterhalten sich nur die Träger der Einsatzmedaille Gefecht und dann der und der und dann die Veteranen und die Veteranen und die Veteranen und damit kommen wir nicht in den öffentlichen Diskurs. Und wenn wir uns über jeden kleinen Krams aufregen, dann kann auch die Politik da wunderbar drüber hinweggehen. Wenn man aber sich quasi in diesen Diskurs einmischt und sagt, die Nicht-Anerkennung oder die gespürte Nicht-Anerkennung ist die eigentliche Anerkennung. Und ich muss nicht diese externe Anerkennung haben, um zu wissen, was ich tue. Weil ich nämlich sehr genau weiß, wessen Anerkennung ich haben möchte. Ja. Dann könnte man in einem propagandistischen Twist vielleicht noch sagen, das war doch damals eigentlich, was de Maizière mit dem Nicht-Ihre nach Anerkennung gemeint hat. Das war aber nicht, das war natürlich Blödsinn, was er erzählt hat. Ihm ging das nur auf die Nerven, dass Soldaten tatsächlich Anerkennung haben wollen und er es nicht hingekriegt hat, sie zu organisieren. Und darüber dann auch zu Recht aus dem Amt ausgeschieden ist. Wäre einer der einfachsten Wege hierfür nicht, dass man nicht nur die Missschläge der Bundeswehr und irgendwelche gescheiterten Rüstungsprojekte publik macht, sondern tatsächlich einmal Erfolgsmeldungen über die Einsätze in die breite Öffentlichkeit bringt? Ja, das hat doch wunderbar geklappt bei Oberst Klein. Darüber ist ein Minister gefallen, zu Recht. Darüber hat ein ganzes Ministerium sich in Lügengeschichten verstrickt. Aber das war natürlich militärisch gesehen eine Erfolgsmeldung. So, jetzt mal sozusagen diesen Sarkasmus beiseite. Was ist da passiert? Über Jahre hinweg, und das ist das, was Winfried Nachbar auch angesprochen hat, hat die Politik im Rahmen ihrer strategischen Kommunikation eine Erzählung etabliert von Afghanistan als ein Stabilisierungseinsatz, ein Hilfseinsatz, Mädchenschuhen, Frauenrechte, so alles, was die Gesellschaft gerne hört. Und da ab und an eine Erfolgsmeldung reingebracht. In diesem Narrativ oder in dieser Erzählung, diese Erzählung hat sich nach meiner Wahrnehmung komplett von dem abgekoppelt, was die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz erzählt haben. Die wussten schon sehr früh, dass auf sie geschossen wird und dass man das wohl Krieg nennen könnte. Durch die Bombardierung bei Kunduz wurde jedem deutlich, dass das Krieg ist. Man hat es im Ministerium klein gehalten bis nach der Wahl. Auftrag der Kanzlerin, haltet mir das vom Leib bis nach der Wahl, meine Interpretation. Und dann hat es halt danach gekracht. Der Leiter des Presseinformationsstabes damals, der ironischerweise gleichzeitig auch im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Pressesprecher saß, der gleichzeitig Träger eines Ethikverbandes der PR-Branche ist, die heißt, man darf nicht lügen, hat diesen Plot befördert. Gleichzeitig hat dann ein neuer Minister, man kennt ihn vielleicht noch, Herr zu Guttenberg, hat sich dieser Erzählung vom Krieg bemächtigt und ihm flogen relativ schnell dann die Herzen und die Aufmerksamkeit zu, weil endlich dort mal einer ausgesprochen hat und nicht irgendein Blogger oder irgendwer oder ein Soldat, sondern der Minister hat gesagt, könnte man ja mal Krieg nennen. Und das ist der Mechanismus, nach dem das funktioniert. Und nach dieser kurzen Phase einer gewissen Klarheit und Sympathie
ist die Politik wieder in ihren Betriebsmodus gefallen und das Militär hat sie daran nicht hindern können, weil das Militär keine eigenen kommunikativen Ressourcen hat, sondern im Ministerium jeden Tag eine Runde zusammenkommt, die sich gegenseitig erzählt, was der Minister oder die Ministerin gestern gemacht hat. Dann sagt der Leiter des Pressestabes, was die Ministerin heute macht, womit klar ist, was die sich morgen gegenseitig vorlesen. Während aber in so in Pitzen etc. pp., ich kenne das quasi von der anderen Seite, ich weiß von Projekten, die in einer hohen, mit einer hohen öffentlichen Wirkung das Thema Afghanistan aufbereiten wollten, wo dann Flüge eine Woche vor dem Einsatzflug gecancelt worden. Und das ist auch ein Beispiel, das ich zusammen mit dem Kollegen Thomas Wiegold immer mal wieder bringen kann. Nach dem Attentat auf Panzergrenadiere in Nordafghanistan war Anja Niedringhaus, eine deutsche Fotografin, die in diesem Jahr ums Leben gekommen ist, als Fotografin embedded auf einem der Helikopter, mit denen die verwundeten Soldaten ausgeflogen worden sind, und hat Fotos gemacht. Das hat zu einer enormen Erregung im Verteidigungsministerium geführt, wie das denn sein könnte, dass dort Fotos gemacht werden würden. Gleichzeitig hat die Bundeswehrführung gezielt verhindert, dass dieser Einsatz in einem langfristigen Projekt über mehrere Monate durch eine Filmproduktion, da waren die Verträge quasi schon unterschrieben, begleitet wurde. Dann wäre jetzt vielleicht bei diesem Schusswechsel niemand dabei gewesen, aber das wäre eine Situation gewesen, wo man, wenn man Menschen, die das erlebt haben, unmittelbar begleitet medial, danach hätte keiner mehr in Frage stellen können, dass das, was dort passiert, ein Kriegseinsatz ist. Und wer, wenn nicht die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium, sollte in der Lage sein, das, was Soldatinnen und Soldaten dort zu leisten, zu dokumentieren, und das ist die höchste Form der Anerkennung, und das muss dann nicht abends im ZDF zur besten Sendezeit laufen. Aber es läuft ja derzeit ganz wenig, wobei sich in den vergangenen Jahren da auch einiges getan hat und insbesondere auch die Soldatinnen und Soldaten selbst, auch über die sozialen Medien, das verbreiten. Und dieses ganze Thema Heimkehrerliteratur, Bildbände etc. pp., ist etwas, was über die vergangenen 10 Jahre in den gesellschaftlichen Diskurs eingelaufen ist. Und die Bundeswehr, oder sozusagen, ist trotz der offiziellen Kommunikation erfolgreich. Ja. Erfolgsmeldung. In der Vergangenheit, gerade jetzt bleiben wir beim Afghanistan-Einsatz, war es in der Tat über etliche Jahre so, dass die Erfolgsmeldungen im Kontext von Schönrednerei geschahen. Und dann eben ist das Schönreden geplatzt und dann ist insgesamt die Medienlage, wie meine Beobachtungen, völlig umgekippt nach dem Muster Bad News Mechanismus, dass nämlich von Afghanistan seit etlichen Jahren ausschließlich, so würde ich es fast sagen, ausschließlich explosive, blutige Negativmeldungen durchkommen, alle anderen nicht. Und ich habe da etliche Beispiele mitgekriegt. Eröffnung des Hospital in Mazar, was also eben für die menschliche Sicherheit in ganz Nordafghanistan so wichtig war und ist, wie kennt man mal für ISAF-Dauer. Oder in Deutschland weiß fast niemand etwas über die 4 Teacher Training Colleges, die von der Bundesrepublik wesentlich aufgebaut wurden, in Mazar allein mit 4000 Lehrerstudierenden. Ich war 4-mal da, habe mit den Leuten gesprochen und da ist eine Dynamik, eine Motivation. Ich lasse niemals in deutschen Medien sich dazu irgendwas erschienen. Wissen Sie was von den 2000, ungefähr 2000 Frauen und Männern, die im Auftrag deutscher Entwicklungszusammenarbeiter arbeiten, und fast 300 oder eben Entsandte und 1700 Einheimische? Oder diese Polizeialphabetisierungsprogramme mit 2000 einheimischen Trainern durch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Alles, es gibt also eine sozusagen strukturelle, nicht mutwillig, strukturelle Mediensperre, weil das also eben schlichtweg nicht so interessiert. Und Lösung wäre eigentlich die,
Politik hat in dem Zusammenhang enorm Vertrauen verloren. Herr Barth, Sie haben das mit dem Vertrauen vorher als essentielles angesprochen, dass diese sich nur bei Afghanistan, das noch zurückzuholen ist, nochmal auf ein Extrablatt, aber insgesamt nur durch eine ehrliche Informationspolitik, wo die Haken, wo die Schattenseiten, wo die Misserfolge benannt werden, aber wo auch die Fortschritte benannt werden. Nur so, glaube ich, kann man aus der bisherigen Klemme rausholen. Ich meine, man kann das ja noch fortsetzen. Wir machen uns hier Gedanken über die Frage der Anerkennung der Bundeswehr durch die Gesellschaft. Jetzt kann man die Frage ja auch noch mal wieder anders stellen und sagen, die Tatsache, dass es bisher keine Auswertung des Afghanistan-Einsatzes und seiner Wirksamkeit gibt, ist ein Ausdruck mangelnder Anerkennung. Das betrifft aber auch das Militär, denn wir kennen ja auch keine irgendwie umfassendere militärische Auswertung des Afghanistan-Einsatzes. Also erfolgt auch keine Anerkennung dieses Afghanistan-Einsatzes in der Truppe selber. Das ist ein unmöglicher Zustand. Die Niederländer beauftragen ein Konsortium, um da eine Analyse vorzulegen. Wie haben sich die niederländischen Streitkräfte in Afghanistan bewährt und nicht bewährt? Wo sind Defizite und so weiter? Nichts dergleichen haben wir. Wir haben einen Fortschrittsbericht, der zusammengeschrieben wird, der sehr knapp ist, der sehr in manchen Teilen sehr fragwürdig ist, der besser ist als das, was früher da war, aber noch lange nicht gut genug. Das heißt, wir haben ein ganzes gestaffeltes System der, freundlich gesagt, Unaufmerksamkeit gegenüber dem, was wir selber legitimerweise angestoßen haben. Ich möchte damit nur Folgendes sagen. Es ist nicht die Gesellschaft, die nicht anerkennt, es sind auch die Institutionen, die große Schwächen in der Anerkennungspolitik haben, und es ist auch die Bundeswehr selber. Die Bundeswehr selber und die Anerkennung der eigenen Leistungen führt mich zu meinem nächsten kurzen Impuls für Sie, meine Herren. Das Traditionsverständnis der Bundeswehr ist eine der drei wesentlichen Säulen neben der Berufung auf die preußischen Heeresreformer sowie die Attentäter des 20. Juni, dass die Bundeswehr sich selbst als eigene Traditionsstätte heranführt. Wie passt dieses, Herr Naumann, in dem, was Sie gerade ausgeführt haben, zusammen? Oder ist das überhaupt möglich, dass sich die Bundeswehr in diesem Fall selbst als Traditionsstätte anerkennt? Ja gut, das war der weise Satz von Heusinger damals, als die Traditionsdebatte über ihn hereinbrach und man sich fragte, ob man mit der Wehrmacht noch einen neuen Staat machen kann oder eine neue Streitkräfte machen kann. Und Heusinger sagte, man muss es wachsen lassen. Dann wurde jahrelang gerungen um den ersten Traditionserlass, dann dauert es wieder Jahre, bis der zweite kam und so weiter. Also es ist ein sehr schwieriges Geschäft. Jetzt kann man aber auch in diesen Fragen den Spieß immer umdrehen. Gerade weil es so ein schwieriges Geschäft ist, vorausgesetzt es passiert nicht nur hinter geschlossenen Türen, ist es das beste Mittel, um sich dieser Tradition in positiven und in negativer Hinsicht zu versichern. Gerade dadurch, dass Tradition zum Zankapfel wird, wird sie auch lebendig. Eine Tradition, die völlig unbestritten ist, ist nahezu tot. Das ist ja auch das Geheimnis der sogenannten deutschen Geschichtspolitik nach 1945, die jetzt überall als Vorbild gepriesen wird inzwischen, nachdem man in 50er und 60er Jahren sich den Mund fusselig geredet hat über ein schweigendes Land. Jetzt ist es das Vorbild allenthalben. Warum? Weil über diese Vergangenheit heftigst über Jahrzehnte immer wieder an verschiedenen Punkten gestritten wurde. Und dieser Sprengstoff liegt sozusagen, Traditionsfrage, auch in der Bundeswehr. Das ist ein sehr produktiver Sprengstoff. Es sind nicht nur die guten Traditionen, ich würde sagen auch die, wenn ich das mal so sagen darf, die negativen Traditionen haben einen hohen Wert, nämlich der Auseinandersetzung, was man tut und was man besser sein lässt und was mit einem Soldatenbild konvergent ist und was mit dem nicht konvergent ist, was man nicht tolerieren kann.
In diesem Sinne hat die Bundeswehr selber auch in diesen Traditionsdebatten selber sich nicht schwer getan, das ist so oft eine übliche Formulierung, sondern sie hat sich auch darin bewährt, dass sie sie immer wieder geführt hat. Und wir kommen heute zu der Frage, wo wir sagen würden, naja, okay, worauf sollen wir uns denn jetzt berufen? Jetzt ist die Auftragslage anders, jetzt ist die Landesverteidigung, naja, jedenfalls in die zweite Reihe gerutscht. Jetzt sind die Massenarmeen auf dem Rückzug, die Wehrpflicht gibt es auch nicht mehr. Was ist das traditionsstiftende Kontinuitätselement? Und jetzt kann man sagen, okay, berufen wir doch eine Schrumpffigur, nämlich den Soldaten an und für sich in seiner Professionalität als Passion. Das war in irgendeinem dieser Beiträge. Und das dachte ich auch, mein Gott, dieser Satz erinnert mich sehr stark an diesen Satz unseligen Gedenkens. Deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Ich möchte jetzt wirklich nicht niemand auf den Schlips treten und übertreiben. Aber es ist ein Zirkelschluss. Es ist ein völliger Zirkelschluss. Ein Facharbeiter, der nur Interesse hat, sein Werkstück möglichst gut zu machen, egal ob es jemand braucht, ob es jemand kauft, wozu das gut ist oder sonst noch was, ist eine ziemlich amputierte Figur. Und als Staatsdiener möchte ich den eigentlich nicht haben. Das ist vielleicht auch eine Antwort. Diese Tradition hat die Bundeswehr eigentlich niemals gestützt. Professionalität um ihrer selbst willen ist ein ausgesprochen zwiespältiger Vorsatz. In dem Armee im Aufbruch, Aufbruch und Resignation ganz dicht beieinander liegen. Wenn hier über die postheroische Gesellschaft geredet wird, entsteht ein Gesellschaftsbild, das Baudissin überhaupt nicht hatte. Nicht, weil die Gesellschaft nicht etwa nicht postheroisch oder was gewesen wäre, sondern weil ihm auf einmal die Erkenntnis dämmerte, Gesellschaft und Militär sind vereinbar. Er hat ja selber lange dem Glauben angehangen, Militär und Gesellschaft passt überhaupt nicht zusammen. Das ist das konservative Erbgut. Und er berichtet mit einer Erleichterung, Beglückung ist die Formel bei diesem etwas spröden Charakter Baudissin, von der beglückenden Erfahrung, dass Gesellschaft und Militär in der Industriegesellschaft vereinbar sind. Eine für Deutschland völlig neue Erfahrung. Das gab es vorher gar nicht. Das ist ein Erbe, an dem man anknüpfen kann. Wenn hier von der postheroischen Gesellschaft und wie auch immer mangelnde Anerkennung und so weiter und so fort die Rede ist, habe ich immer den Eindruck, hier wird eine Gesellschaft beschworen, die irgendwie fremd, irgendwie verdächtig, hedonistisch, fließend, ich hätte fast gesagt zersetzend ist, von der man sich als Militär lieber fernhält. Das finde ich einen völlig weltfremden und unnötigen Begriff, der in eine Engführung des Berufsbildes, wenn nicht in Resignation, führt. Und das ist eigentlich ein bisschen früh für den Offiziersnachwuchs, schon diese Karte zu ziehen. Das kann man nicht. Naja, Nestroy hat mal gesagt, die edelste der Nationen ist die Resignation. Insofern, aber diese... Wenn wir das, ich gebe Ihnen völlig recht, wenn ich dann aber sehe, was der immer noch amtierende Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, in einem Beitrag zum Thema Soldat sein heute als zentrale Bezugsobjekte seines Textes nimmt, nämlich die Wiedervereinigung, finde ich gut, aber dann Frauen in der Bundeswehr, die Glaubensrichtung in der Bundeswehr, individualistische Tendenzen unter Soldaten, deren Mediennutzungsverhalten, den Generationenkonflikt in der Bundeswehr, den demografischen Wandel, die Pendlerproblematik und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dann frage ich mich doch, wer berät den Mann? Ja, denn, also Clausewitz ist, den braucht man jetzt vielleicht nicht mehr, aber wenn eine Schrift, Soldat sein heute, mit zweifelsohne wichtigen Errungenschaften beginnt, die aber mit dem Wesen des Soldatischen genau nichts zu tun haben, dann müssen wir feststellen, dass der oberste Soldat der Bundeswehr seinen Prozess nicht so managen kann, dass er sich mit Leuten, die wesentlich klüger sind als er und wir, zusammensetzt und sagt nach dem Motto, wie kann ich mein soldatisches Handeln, das von mir unheimlich viel verlangt, Sie haben das schon vor Jahren hervorragend herausgearbeitet,
Wie kann ich denn das begründen, indem ich quasi aus einem militärischen Eigensinn, aus einem militärischen Notwendigkeiten, nämlich militärischen Notwendigkeiten dahingehend nicht irgendwelche Heldentaten oder wie andere Generale zu ihren Verabschiedungen halt auf dem Pferd zu kommen und dann irgendwelche großen Reden zu schwingen. Wie kann ich militärisches Handeln heute begründen aus einem Eigensinn, der sich auf die Gesellschaft bezieht, auf die Verfassung bezieht, und das ist eine Tradition, und darin dann einordnen, das ist dann jetzt ganz praktisch, was verlange ich von Frauen und Männern, die bereit sein sollen, ihr Leben einzusetzen. Und das kann ich runterbrechen. Und das geht nicht, wie das der Inspekteur der Marine meint, indem ich begründe, die Marine gibt es, damit wir Benzin, Handys und Bananen haben. Ja, das ist so eine Idee, wie man das nach außen kommuniziert, sondern beispielsweise, weil man Handel zwischen Menschen ermöglicht, weil das ein Zeichen von Qualität ist, freien Welthandel tatsächlich zu schützen. Das passiert aber nicht, und wenn die oberste militärische Führung der Bundeswehr nicht in der Lage ist, sich intellektuell auf einem Niveau mit ihrem Tun auseinanderzusetzen, das quasi dem aktuellen Diskurs entspricht, in den Wissenschaften, in der Politik, und nicht in der Lage ist, das so runterzubrechen, dass ein Mannschaftssoldat, ein Unteroffizier, ein Feldwebel, ein Offizier in der Lage ist, sich dazu in Bezug zu setzen, dann habe ich junge Offiziere, die sich irgendwelchen, sozusagen, die so zwischen Game of Thrones und US Marines Werbung und Reden von General Trull unglaublich rückwärtsgewandt denken, ach, das war doch eine schöne Tradition. Und da waren wir noch Helden. Und diesen Kampf will ich nicht aufgeben, sondern ich will einen Weg finden zwischen Hollywood, der Hollywood-Inszenierung der US-Streitkräfte, und einem kritischen Staatsbürger, der sich sehr bewusst darüber ist, was von ihm verlangt wird. Dafür eine Plattform zu schaffen, um Anerkennung für Soldaten und Soldatinnen zu bewirken. Und das ist eine Aufgabe. Die wird kein Weißbuch lösen, ja, die werden keine Werbespots lösen, sondern das wird nur im Diskurs gehen und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und wenn die Politik sich diesem Diskurs verweigert, wenn sich die Generalität diesem Diskurs verweigert, und auch sozusagen nicht öffentlich auftritt, ja, also weiß nicht, ob Sie mal in eine Talkshow eingeladen wurden oder nicht, oder sich da wehren würden, hätte sie nach ihrer Rede dafür durchaus für tauglich gehalten, dass das sehr unterhaltsam sein würde, also auch diesen Logiken zu entsprechen. Solange das nicht systematisch ist, sozusagen, erwarte ich sozusagen quasi eine Art militärischen Ungehorsam, dass man sagt, wir treiben das jetzt mal voran. Und ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich möchte, dass vielleicht mein Bild nicht in so einem Buchband ist, weil tatsächlich als General abzuwägen, ob ich weiter meinen Dienst tue oder die Entlassungsurkunde des Ministers oder der Ministerin erhalte, da ist das vielleicht schon ein bisschen pragmatisch. Aber deshalb finde ich es gut, wenn wir das vielleicht von hier treiben können. Herr General. Ich will ja gar nicht viel sagen, aber es ist gerade die Generalität angesprochen worden. Herr Stoltenloh, wenn Sie mir Einladung verschaffen, in welche Talkshow oder welches Interview auch immer ich komme, das sage ich Ihnen, und ich werde nicht der Einzige sein. Also nur um das mal klarzustellen, ich verdiene nicht kein Geld mit in der Beratung der Bundeswehr. Und in der Tat, nee, das wird nicht werden, das ist eine Grundsatzentscheidung, weil sonst müsste ich mein loses Mundwerk halten und dürfte nicht mehr bloggen. Aber alles, was ich quasi im Kontext der Bundeswehr verdiene, beispielsweise durch Buchbeiträge oder Auftritte oder sonst irgendwas, das habe ich mir zu eigen gemacht und spende ich quasi Veteranenverbänden oder anderen Buchprojekten. Björn und Marcel wissen das schon, da kommt dann quasi kommen da irgendwie 100 Euro zusammen, die ich für einen Vortrag erhalte, und weil die Staatskasse mich nicht direkt bezahlt, finden wir halt einen Trick und einen Weg in die Bundeswehrverwaltung, so quasi ihre Kritiker selbst zu bezahlen. Das freut mich ein bisschen. Einen Reflex habe ich doch noch, obwohl ich das nicht wollte, aber weil ich jetzt mittelbar eben halt zweimal auch direkt angesprochen wurde. Ich will noch einen Punkt dazufügen, um deutlich zu machen, was Sie eigentlich gerade haben anklingen lassen, so in die Richtung, naja, kann man da was sagen, kann man da nichts sagen.
Wir brauchen ja nicht nur Fehlertoleranz, wir brauchen die Kultur der Offenheit. Wenn wir als Institution Bundeswehr nicht in der Lage wären, klar und offen unsere Meinung zu sagen, das schließt ein bisschen an das, was den Mut, den der Kamerad Bonert vorhin genannt hat und auch zitiert hat, den Inspekteur des Heeres. Ich finde es eigentlich oder fände es ziemlich armselig, wenn wir einen Mut brauchen, um unsere Meinung offen zu sagen. Wir leben von der Kultur der Offenheit. Nicht nur in einem wissenschaftlichen Umfeld, nenne ich mal so, wie an den Universitäten der Bundeswehr. Wir brauchen diesen Diskurs zwischen uns. Und wir können ihn genauso gut nach draußen raustragen. Das trägt eine starke Einrichtung. Und die Bundeswehr ist eine starke Institution. Gut. Gut, vielen Dank, Herr General. Sie haben mir damit quasi den nächsten Schritt bereits vorweggenommen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, Ihre Fragen oder Impulse an das Plenum zu wenden, um somit noch weitere Aspekte zu betrachten. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich halte das, was der General zuletzt gesagt hat, und ich sage das als einer, der seit 21 Jahren pensioniert ist, guten Tag, Herr General, und der 1956 in dieser Armee eingetreten ist und von daher natürlich die Erfahrung des Podiums überhaupt nicht hat und viele, die hier in diesem Raum sind. Ich halte das für ein Postulat, was mit der Realität nur bedingt etwas zu tun hat, General. Herr General. Wir haben das Jahrzehnte vor uns hergetragen, dass wir jederzeit mit unserer sehr starken Position hineingehen können in die Öffentlichkeit. Aber diese Armee ist nicht erzogen worden, weder damals, und das sage ich jetzt aus meinem heutigen Sichtwinkel, der natürlich sehr begrenzt ist und eingeschränkt ist. Ihre Blogs höre ich oder lese ich nicht. Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist der Nachteil eines großen Teils meiner Generation. Aber von meiner Beobachtung her ist bei allen postulierten Worten, wo Sie sagen, wir müssen in die Öffentlichkeit, wir können, wir haben eine starke Position. Diese Armee ist dazu in meiner Zeit und nach meiner sehr intensiven Beobachtung heute nicht erzogen. Erziehen tun uns die, die ganz oben sind, abgesehen von jedem Einzelnen, der die Eigenverantwortung hat. Aber wir sind ja bei dieser Frage Soldat und Politik oder Offizier oder Soldat und Politik. Und Herr Naumann, das, was Sie sagen, dieses ist ein eminent politischer Beruf, das unterstreiche ich sofort. Und ich habe es Ende der 50er Jahre, glaube ich, zum ersten Mal vom Graf Baudissin gehört. Es ist seine Forderung, dieses ist ein eminent politischer Beruf, aber wir sind nie dahin erzogen, aufgefordert, ermuntert und ermahnt worden, es zu riskieren, hinauszugehen in die Öffentlichkeit. Und wenn ich heute einfach mal die Frage schon hier stellen würde, wer kennt den Generalinspekteur spontan beim Namen, dann riskiere ich einfach zu sagen, viele würden ihn nicht einmal nennen. Wer kennt denn die Inspekteure des Heeres oder der verschiedenen Streitkräfte bei Namen? Wir sind nicht präsent und ich sage das als jemand, der sehr intensiv das, was ich wahrnehmen kann, in der Öffentlichkeit betrachtet. Wir haben einen General A.D. Kujat, der in verschiedensten Veranstaltungen auftritt, der ist das Gesicht der Bundeswehr der ehemaligen und wir haben heute, und diese erreicht nur einen sehr geringen Teil, die Zeitschrift Loyal, die seit einem Jahr, und ich bin nicht Angehöriger der Redaktion und stehe ihr auch persönlich überhaupt nicht nahe, die plötzlich beginnt seit einem Jahr massiv die heißen Themen in einer bisher von uns nie erlebten Direktheit anzusprechen. Und wenn Sie die letzte Ausgabe von Loyal lesen, dann ist, seliger heißt, glaube ich, der Chefredakteur, ein harter Appell an die Generalität, endlich ihrer Verpflichtung nachzukommen und diese Armee in der Öffentlichkeit streitbar zu vertreten. Und ich sage noch einmal, ich kenne Generalität dort oben nur als die willigen, loyalen Gefolgsleute ihrer Minister. Und wenn wir von dem eminent politischen Beruf Soldat sein sprechen, dann leiten wir es ja nicht davon ab, dass wir dicht an der Politik in dem Sinne sind, sondern wir leiten es ab, weil dieses ein nicht vergleichbarer Beruf ist, den wir haben. Er ist ein Beruf unter hunderten anderen, aber er ist in seiner Konsequenz, in der Forderung, einmal daran, dass er sich vertrauensvoll
den Entscheidungsprozessen des demokratischen Staates unterstellt und sich in einen Krieg auf Leben und Tod schicken lässt, ohne gefragt zu werden, ob er das will. Und was noch dazu kommt für uns Offiziere, dass er von seinen Untergebenen die Gefolgschaft verlangt und hineinführt in diesen Krieg, den er selber vielleicht sogar gar nicht gewollt hat. Es ist ein nicht vergleichbarer Beruf. Und da ist die Frage, ob in einem demokratischen System, wie wir es sind, in einem demokratischen Rechtsstaat, es einfach konsequent ist, dass es ein eminent politischer Beruf ist und wir deswegen nicht nur vor die Front unserer Soldaten treten müssen. Das ist bequem, das ist doch kein Problem, da haben wir unseren Zuspruch, da sind wir Vorgesetzte, da wird uns niemand widersprechen. Nein, hinauszugehen und darum zu kämpfen, um die Anerkennung. Letztes Wort, Mitte der Gesellschaft fiel heute. Wir sind nie Mitte der Gesellschaft gewesen. Wir kommen auch nicht in die Mitte der Gesellschaft. Ein so exponierter, außerordentlicher Beruf kann nicht Mitte der Gesellschaft sein. Er steht, und ich glaube, Herr Stoltenberg, Sie sagten das, natürlich in einer notwendigen, intensiven Kritik dieser Gesellschaft, nicht nur aus unserer Vergangenheit, sondern daraus, dass wir junge Menschen in einen Krieg führen. Also muss das sehr kritisch, sehr sorgfältig begleitet werden. Und auch das gehört zu der Erziehung für unsere Offiziere, dass wir uns daran gewöhnen, dass es selbstverständlich ist, dass wir in der Kritik der Gesellschaft stehen, mehr als jeder andere Beruf auch. Auch das ist in all diesen Jahren meines Erachtens versäumt worden. Wir haben in der Kaffeerunde gesessen und geklagt über die mangelnde Anerkennung in der Öffentlichkeit. Aber wir haben nicht gekämpft draußen, weil wir wussten, dass unsere Argumente stark waren und wir bereit waren, sie nach draußen auch gegen pfeifende und johlende Studenten und andere zu vertreten. Ich bin Jugendoffizier der Gewichtsdivision eine Reihe von Jahren gewesen. Ich wurde immer empfangen, pfeifend. Aber ich wusste genau und konnte es nur gelassen mir anhören. Beleidigt hat mich das nie. Ich bin fast immer, wenn ich nicht einen schlechten Tag hatte, als Sieger herausgegangen, weil unsere Argumente so stark sind. Stimmen dazu? Herr General? Achso. Ich, Kapitänleutnant Schreiber, mein Name, also Kapitänleutnant der Reserve, um ehrlich zu sein. Sascha, du hast es so schön angesprochen, Clausewitz brauchen wir heutzutage nicht. Dem möchte ich ein kleines bisschen vielleicht widersprechen, da vielleicht auch die Frage an den Historiker in der Runde dazu geben. Nur das Anspruchsniveau. Ich gebe mich schon für den Anfang mit weniger zufrieden. Ja. Herr Nachtwey, Ihnen habe ich die Frage schon mal gestellt in der Veranstaltung dieses Jahr hier. Vielleicht erinnern Sie sich, Clausewitz ist in meinen Augen nicht zeitlos. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist mir manchmal nicht mehr so bewusst, dass den Leuten, die darüber abstimmen, Thema Parlamentsarmee, das mit abstimmen, Zweck-Ziel-Mittel-Relation, die er formuliert hat, ist auch nicht wirklich bekannt. Und da schließe ich direkt die Frage an, was muss man tun aus der Geschichte heraus, weswegen ich im Übrigen widerspreche, dass Soldatenberuf ein politischer Beruf ist. Der Soldatenberuf ist nur sehr nah an der Politik dran. Das würde ich daraus machen. Was ist zu tun, um vielleicht auch mal in der Politik wieder reinzubringen, dass die Zweck-Ziel-Mittel-Relation und auch die Kenntnis, dass Krieg immer etwas mit Politik zu tun hat, dass man auch offen der Bevölkerung das sagt, dass man ganz offen sagt, warum gehen wir irgendwo hin und nicht mit dieser Blauäugigkeit, wie Herr Nachtwey es dankenswerterweise angesprochen hat, tut. Was muss getan werden, ganz explizit von der Politik auch mal? Vielleicht ein Hinweis, Wald der Erinnerung, abgeschirmt, nicht mitten in Berlin, sondern in Potsdam. Vielen Dank. Herr Nachtwey. Um mit dem Letzten anzufangen, mit dem Wald der Erinnerung, der übrigens, wenn man da genauer durchgeht, wenn man die Jahreszahlen sieht und wenn man die Namen da sieht, auch daraus kann man schon einiges an Tradition entwickeln. Und ich war selbst bei der Einweihung dabei. Und ich meine, dass es ist geografisch abgelegen, aber ansonsten ein sehr gelungener und würdiger Erinnerungsort. Es geht zurück also auf die Initiative von Hinterbliebenen. Und dort sind zusammengeführt also die verschiedenen Ehrenhaine und anschließend auch noch ein sogenannter Friedwald. Und wo Angehörige dann Plaketten von ihren toten Gefallenen dran befestigt haben. Und so eine Art von Erinnerungsort, der sehr persönlich ist, wäre im Trubel von Berlin-Mitte
deplatziert, muss ich also eindeutig sagen. Und er soll ja ausdrücklich nicht einen zentralen Erinnerungsort wirklich im Umfeld von Bundestag, Bundeskanzleramt also ersetzen, sondern hat also eben wirklich eine andere Funktion. Und dann aber eben jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, was muss da von der Politik geschehen? Gut, einmal ist es so, auch meine langjährige Beobachtung, dass also eben vieles von dem, erstens, dass also die Mandate, die Mandatstexte in der Regel in der breiten Bevölkerung und auch bei vielen Soldaten und Offizieren gar nicht wahrgenommen werden, sondern beim Afghanistan-Einsatz zum Beispiel wird also eben sozusagen das öffentliche Narrativ wird dann also eben als Auftrag genommen und nicht das also eben zum Beispiel, was ursprünglich im UN-Mandat drin stand. Also das ist also eben schon, da gibt's auch sozusagen eine Sorgfaltspflicht auf allen Seiten. Das ist das eine. Dann zweitens, bei etlichen Debatten hat es, also die erste Lesung, zweite Lesung in den Ausschüssen, gut, das kriegt die Öffentlichkeit nicht mit, aber da werden solche Einsätze mit ihren Risiken, mit ihrem Auftrag und so weiter, mit ihren Möglichkeiten ziemlich stark und auch ja, in der Regel differenziert also hin und her gewendet. Nur, wenn das natürlich 2 Stunden, 3 Stunden Debatte sind, dann gucken da relativ wenige zu. Das heißt also eben in der Masse an Bundestagsdebatten geht das dann also auch oft runter. Und was also eben dann also auf die Dauer nicht also eben sozusagen funktioniert hat oder was nicht hinbekommen wurde, diese Botschaften sozusagen konzentrierter und einheitlicher überzubringen. Und dann aber eben ist das Entscheidende so wirklich das, was Herr Naumann auch angesprochen hat, dass nämlich eine regelmäßige Wirksamkeitsorientierung und Wirksamkeitsüberprüfung, dass dieses nicht durchgeführt wurde. Wir haben jetzt mehr als 20 Jahre Erfahrungen mit Beteiligung an internationalen Kriseneinsätzen. Wir haben insgesamt diese Erfahrungen nicht systematisch unabhängig ausgewertet. Es gibt da viel einzelnes Schrifttum, da ist auch einiges ergiebig von, aber insgesamt nicht. Das heißt also eben, es wurde eben grob fahrlässig unterlassen, auch darzustellen, was man, und das wäre so unheimlich wichtig, für die Wahrnehmung von Streitkräften in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung, genauer zu untersuchen, was kann man bei solcher Art von Kriseneinsätzen heutzutage mit Militär erreichen, was nicht, was braucht man sonst noch dazu? Und dann würde nämlich also auch zum Beispiel auffallen, was also eben das Problem mit der unzureichenden Anerkennung von Streitkräfteeinsatz in der Öffentlichkeit noch viel größer macht, dass nämlich die anderen Anteile oder die Anteile der anderen Akteure im vernetzten Ansatz noch viel, viel weniger wahrgenommen werden als alles, was die Soldaten machen, was die Polizisten machen, wo wir insgesamt immerhin 9.000 im Einsatz hatten, kaum bekannt. Bei den Entwicklungshelfern ist er auch kaum bekannt. Also es ist also eben sozusagen über die Nichtwahrnehmung von Streitkräften hinaus eine Nichtwahrnehmung dieser ganzen Aktivitäten. Und da ist also eben der Punkt, der Knackpunkt wirklich, dass wir da bisher keine ressortübergreifende strategische Kommunikation haben. Damit wäre das möglich überzubringen. Die Zweck-Ziel-Mittel-Frage war ja noch ein bisschen direkter sozusagen auf das Clausewitz-Frage. Ich würde das heute im Anschluss an die englische Diskussion strategischer Dialog nennen. Also die Politik muss in dem gesamten Strategiezyklus von Anfang bis Ende einen strategischen Dialog führen. Das begegnet sich mit der Frage der strategischen Kommunikation, meint jetzt aber die Innenakteure, also das politisch-militärische beziehungsweise andere Akteure, die da mit reingehören, geschehen, indem strategische Prozesse entwickelt, gesteuert und nachgesteuert werden. Das ist aber ein ganz wunder Punkt, denn Strategiefragen sind übersetzt in der Umsetzung Machtfragen. Wer darf über Strategie mitreden?
Es geht um die Verteilung von Machtressourcen. Es geht um die Rivalitäten zwischen Auswärtigem Amt und Verteidigungsministerium unter anderem. Es geht aber auch um die Rivalität zwischen Militär und zivilen Kräften und so weiter. Also es ist ein hochmachtbesetzter Komplex, der vernünftig gesteuert werden muss. Das ist jetzt die Frage, dass dieses Steuerungsvermögen bisher nicht sehr gut entwickelt ist. Der Comprehensive Approach steht auf dem Papier, er wird nachgebessert, er entwickelt sich, er hat sich unter den Afghanistan-Erfahrungen erheblich entwickelt. Er steht im neuen Koalitionsvertrag drin, dass das Zusammenwirken der Regierungsinstitutionen verbessert werden soll. Und da gibt es einigen Spillover in die Ministerien und so weiter. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es sich um einen, wie es so schön heißt, ganzheitlichen oder gesamtstaatlichen Prozess handelt, der auf den Vorsatzblättern der Hochglanzbroschüren so angekündigt wird. Vielleicht ist das aber Absicht. Also, es gibt ein Zitat eines Professors an der Zeppelin-Universität, Dirk Becker, der sagt, wir handeln intelligenter, als wir reden. Die Nicht-Strategie ist die Strategie, wäre meine Hypothese. Und strategische Fragen diskutiere ich nicht, sondern ich handle strategisch und ich hoffe darauf, dass sich diese Strategie der Beobachtung so weit entzieht, damit ich diese Machtfragen regeln kann. Und eine Strategie, mittlerweile denkt ja jeder, oh, ich mache ein Plakat, ich brauche da eine Strategie für. Nee, brauche ich nicht. Für ein Plakat brauche ich keine Strategie. Eine Strategie brauche ich, wenn ich Ziele habe, die ich nicht alle erreichen kann und die sich sozusagen gegenseitig noch widersprechen. Und dann kommen wir an den Punkt, Björn, dass Sicherheitspolitik und Außenpolitik über lange Jahre nicht Gegenstand des politischen Diskurses in Deutschland waren. Das heißt, ich gewinne da keinen Blumentopf, interessiert keine Sau, gewinnt mir keine Wahl. Ich hau lieber auf die Linken drauf oder die Rechten oder die... Geht einfacher, sozusagen, bringt mir mehr. Und das heißt, das, was man tun kann innerhalb des Militärs, ist eine Form der Selbstermächtigung, einer kommunikativen Selbstermächtigung. Die Menschen, das sind ihre Geschichte. Man kann sich selbst zum Autor seiner Geschichte machen. Man darf aber nicht erwarten, dass das Publikum, nur weil man das tut, augenblicklich zuhört. Und insofern, so wie wir hier sitzen und darüber diskutieren, dienen wir vielleicht einem gemeinsamen Zweck, von dem wir nicht notwendigerweise alle was haben werden, sondern die einen scheitern daran, weil es ihnen zu langsam geht, sie kriegen keine Anerkennung. Und ich glaube, das ist nur eine Hypothese. Ich kann das nicht. Ich war zwar im Auslandseinsatz und habe Dinge gemacht, bei denen anderen sagen, boah, das ist ja gefährlich, wo ich sage, aber ich stand nicht im Gefecht. Aber von dem, was ich lese von den Kameraden, die das waren, nicht nur der Deutschen, das sind Momente von einer enormen Klarheit, einer Eindeutigkeit, die wichtig ist, um die eigene Identität auszuprägen. Und diese Menschen kommen zurück in eine Gesellschaft, die ihnen diese Eindeutigkeit nicht bieten kann, die nämlich von Vielfalt lebt. Es gibt ein Zitat eines amerikanischen Soldaten. When I was in Afghanistan, I've been told I could be anything once I got back. And now I'm back, and the only thing I want to be is a fucking civilian, and I cannot. Und wenn ich über Kommunikation spreche, dann meine ich nicht, dass man da einen Blog vollschreibt, dass man das lesen muss, sondern ich meine den gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs, der eine notwendige Voraussetzung ist, damit wir auch mit den Soldaten, die nicht mehr im Einsatz sind, die integrieren können. Denn wenn wir von Armee sprechen, wir sprechen nicht von denen, die gerade aktuell dienen. Wir sprechen von allen, die mal gedient haben und die auch in Zukunft dienen werden. Und wenn wir die Fragestellung haben, Quo Vadis, dann ist die Fragestellung sozusagen, wie kann ich Soldatinnen und Soldaten, Feldwebel, Offiziere dazu befähigen, sich zu Autoren, Autorinnen ihrer Geschichte zu machen und damit als Teil eines gesellschaftlichen Diskurses zu machen. Und der hat begonnen, Sie haben Marco Seliger von Loyal erwähnt, der regelmäßig für die FAZ schreibt. Ein anderer Redakteur der Loyal, der Lorenz Hemmecker, ist dort jetzt auch in der FAZ tätig, der sich mit diesen, wir haben quasi keine Erzählstrategien. Wir haben in Deutschland sozusagen, wir sind nicht Teil der Popkultur. Wir haben kein Magazin, in dem ein Porträt wie The Runaway General im Rolling Stone erscheinen würde, über das dann McChrystal zwar gestolpert ist, der aber sozusagen Teil der öffentlichen Debatte war. Und es wird noch 10, 20, 30 Jahre dauern, bis das soweit ist.
Aber das, was Sie hier machen, die ihr darüber sprecht, die ihr darüber schreibt, das sind wesentliche Beiträge, um diesen Diskurs zu entwickeln. Und das geht quasi in Anführungsstrichen gegen die Politik oder sozusagen abseits von der Politik. Und wir können nicht erwarten, dass die Politik dann auf einmal sagt, hey, wunderbar, damit kann ich ja Wahlen gewinnen, weil das wird sie nicht können. Aber das Publikum wächst, ist es aber nicht so groß, als dass man das jetzt blitzartig alles erreicht. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und da kann ich nur jeden ermutigen, daran teilzuhaben. Und was ich vorhin schon sagte, aufpassen, dass wir uns da nicht gegenseitig zerlegen. Dahingehend, meine Einsatzerfahrung ist aber wertvoller als deine. Ich möchte kurz eine Anmerkung dazu machen, dass es natürlich einerseits sehr wichtig ist, den Afghanistan-Einsatz zum Beispiel oder auch die letzten Einsätze auszuwerten und aufzuarbeiten aus der Sicht, wie zum Beispiel die Organisation war, wie sie schiefgelaufen ist, wie solche Einsätze geführt werden. Aber ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, wie die gefühlte Aufarbeitung solcher Einsätze ist. Und damit meine ich nicht die Anerkennung zum Beispiel, die alle haben wollen, sondern dass es meiner persönlichen Meinung nach als Mitglied der Mannschafterlaufbahn keine gemeinsame Identität in der Bundeswehr gibt. Es gibt diesen großartigen Slogan, den ich fantastisch finde, wir.dienen.deutschland, aber es wird meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung wenig getan, um uns vor allen Dingen am unteren Ende der Nahrungskette begreiflich zu machen und greifbar zu machen, was bedeutet das eigentlich? Es gibt diese Identität nicht, und wenn ich mich im Einsatz befinde und ich selber habe die verdammte Angst kennengelernt, wenn ich im Gefecht stehe und nicht mehr weiß, was ich tun soll, weil ich so eine Angst habe, dann gibt es nur noch wenige Dinge, die mich irgendwie am Weitermachen halten. Und ich brauche zum Beispiel Vorgesetzte, auf die ich mich verlassen muss. Ja, da gehören dann solche Begriffe wie Stolz dazu zum Beispiel oder Kameradschaft. Aber es wird zu wenig getan, um das zu verankern. Kleines Beispiel. Es wurde von Ihnen vorhin angesprochen, die Generalität ist mehr so vom Gefühl her ein Apparat der Verwaltung und Menschen, die halt dem Ministerium irgendwie zuarbeiten. Das möchte ich jetzt völlig wertfrei einfach nur wiedergeben. Es geht darum, dass Soldaten, junge gerade Soldaten wie ich, Mannschafter, auch etwas brauchen, zu dem sie aufschauen können. Ein Offizier, dem sie vertrauen können. Und kleines Beispiel aus der Praxis, ich war 5,5 Jahre Soldat in 2 verschiedenen Kasernen, in 4 verschiedenen Kompanien, und jedes Mal, wenn ich Wache hatte und die Flaggenparade anstand, jeder Soldat das Ganze wie der Teufel das Weihwasser gefürchtet hat. Jeder sagte, ich gehe lieber auf Patrouille oder ich gehe auf Streife oder ich hatte gerade irgendwas. Kein Mensch wollte diese Aufgabe machen. Das war eine unangenehme Aufgabe. Das ist die Fahne, die wir alle auf den Schultern tragen, für die wir diesen Eid geschworen haben. Ja, wir befinden uns hier in einem wunderschönen Saal, in einem Offizierscasino. Hier gibt es nichts, was an der Wand irgendwie an diesen Beruf, an diese Bundeswehr erinnern könnte. Also ich meine jetzt nicht, hier muss alles mit Devotionalien vollgestopft werden, das meine ich damit nicht, aber was ich damit sagen will, es gibt diese Identität nicht, vor allen Dingen nicht bei den unteren Dienstgradgruppen, die sich dann denken, ja, warum mache ich das Ganze hier eigentlich im Einsatz? Kameraden, die gesagt haben, ja, für den links neben mir, für den Kamerad bin ich hier so, und von sonst weiß ich nichts von einem höheren Zweck, von einem höheren Ziel. Ja, das ist natürlich heutzutage sehr, sehr schwer in der Gesellschaft zu verankern, so etwas, aber genau das brauchen Soldaten, wenn sie nämlich in diese existenziellen Situationen kommen, dann, wenn nämlich dieser Eid eingefordert wird. Wir haben bei diesem Beruf das riesige Problem, meiner Meinung nach, dass 99% der Zeit das nicht eingefordert wird und man sich ständig rechtfertigen muss, warum macht man das eigentlich? Nicht nur vor sich selbst, vor dem zivilen Umfeld, auch vor den Kameraden und so weiter. In 1% der Zeit wird das eingefordert, was man gelernt hat, worauf man geschworen hat und so weiter. Und in dieser Zeit ist es der schlimmste Beruf, den es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Ja, aber die restlichen 99% bin ich immer nur am Rechtfertigen, nur am Erklären, auch vor mir selbst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich jemanden habe, zu dem ich hochgucken kann, der mir das vorgibt. Und da muss ich sagen, man kann von ihm halten, was man will, der Verteidigungsminister zu Gutenberg, dadurch einfach nur dieses Wort ausgesprochen zu haben, Krieg, ja, das war ein unfassbarer Schritt, ein vertrauensschaffender Schritt für uns, gerade am unteren Ende der Nahrungskette. Und da ist halt gerade meiner Meinung nach die Generalität gefordert, nicht nur Verwalter zu sein, sondern die Fürsorge auch für die Soldaten unter ihnen auszuüben, indem sie diesen Stolz oder diesen Gedanken, diesen Funken fördern. Wir.dienen.deutschland zum Beispiel. Herr Stabshöhl. Da möchte ich ganz kurz was dazu sagen, weil ich da auch ein bisschen unterschiedlich denke, ja, oder anders denke, als Sie das tun. Ihren Eid haben Sie im Prinzip dann erfüllt, wenn Sie in den Flieger gestiegen sind und nach Afghanistan geflogen sind. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn es zu dieser existenziellen Situation kommt, wo Sie im Dreck liegen und aus Angst nicht mehr weiterkommen, ja,
dann ist das Letzte, woran Sie denken, Deutschland. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, sondern da gehen Sie weiter, weil hier im täglichen Dienst ja eine Gemeinschaft geformt worden ist, die Sie weitergehen lässt, für die Sie dann letztendlich weitergehen und weiterkämpfen. Das heißt, die Frage, Deutschland zu dienen, stellt sich nicht in der Situation, sondern lange bevor. Ja. Und wenn Sie die Gangway hochgehen zum Flieger, dann haben Sie Ihren Eid erfüllt. So sehe ich das. Weitere Anmerkungen aus dem Plenum? Herr Meißner? Mein Name ist Meißner, ich bin Althistoriker und beschäftige mich deswegen mit Gesellschaften, in denen das eminent Politische des Soldatenberufes in der Regel in der Tatsache lag, dass dieser Beruf von Politen, von Bürgern, also von jedermann ausgeübt wurde oder ausgeübt werden konnte, musste, ihm nicht entgangen werden konnte. Also im Grunde genommen, Systeme bestanden so ähnlich wie unsere Wehrpflichtarmee, die wir vor wenigen Jahren nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt haben. Und ein Teil der Anfragen des Buches lese ich auch als Anfragen daran, was denn nun die Identität eines Soldaten ausmacht, der nicht mehr als Staatsbürgersoldat ist, sondern als etwas ganz anderes. Und ein Teil der Irritation von Dr. Naumann scheint mir damit zu tun zu haben, dass die jungen Leute natürlich diese Anfragen gleichsam als uns als den Spiegel vorhalten, mit unserer Inkonsequenz, unserer Heuchelei, mit der wir ihnen Antworten auf Fragen, die sie noch gar nicht gestellt hatten, geben, die aber gar nicht als die passenden erscheinen. Sie haben uns ihre Erfahrungen dort vorgetragen, zum Teil natürlich ohne Erfahrungen, die sie noch gar nicht gemacht haben können, aber im Begriffe Erfahrungen zu machen, die wir von ihnen verlangen und zum Teil gar nicht mit so guten Gründen eigentlich verlangen. Insofern scheint mir das, was heute Abend hier passiert und scheint mir dieses Buch im Grunde ein eminent politisches Unternehmen selber zu sein. Hier wird die Frage nach der soldatischen Identität gestellt und der Auftakt zu einer Diskussion gegeben, die wahrscheinlich ihren besten Rahmen hier gerade in einer Universität der Bundeswehr hat. Und ich glaube, das ist also auch ein Grund, zwar unter Umständen skeptisch, aber nicht ganz ohne Zuversicht, dem Fortgang dieser Diskussion dann zu folgen. Also ich erwarte eigentlich, dass das Politische des Soldatenberufes sich auch schon darin zeigt, dass man darüber als Bürger diskutiert. Und darin unterscheidet er sich in vielem auch von anderen Berufen nicht. Ich möchte vielleicht ein bisschen jetzt Wasser in den Wein gießen, was die Anerkennung der Soldaten anbetrifft. Viele der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die hier an der Universität vor den Soldaten stehen, sind in der Regel in viel prekäreren, viel schlechter besoldeten Beschäftigungsverhältnissen als ihre Studenten selber. Und das ist auch die Besoldung und die Wertschätzung, die in einem Dienstverhältnis zum Ausdruck kommt, ist natürlich auch ein Ausdruck für Anerkennung oder auch das Ausbleiben von Anerkennung. Mangel an Anerkennung ist etwas, was viele im Rahmen der Öffentlichkeit diskutieren, viele Berufe, viele Berufsstände, worum gekämpft, gerungen und auch diskutiert und konkurriert wird. Also gewissermaßen aus der Sicht von Akademikern, von Juristen, von Handwerkern, von Geschäftsleuten, von Lehrern, willkommen im Club gewissermaßen. Aber das ist eine politische Frage, über die wird politisch verhandelt. Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und deswegen sollte man diesen jungen Leuten dankbar sein, dass sie das gemacht haben und hoffen, dass es zu etwas führt. Danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte hiermit auch die Podiumsdiskussion an sich beenden. Das Podium selbst wird gleich noch bei einem anschließenden Sektempfang auf der Veranda hier links neben mir in den Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Ich hoffe, Sie dort auch noch zahlreich begrüßen zu dürfen. Vorab möchte ich mich jedoch noch ganz herzlich bei Ihnen, meine Herren, für die Teilnahme und für die engagierte Diskussion an sich bedanken. Auch bei Ihnen, Herr General Barth, für die Festrede. Traditionsgemäß erhalten die Teilnehmer an Großveranstaltungen der Kameradschaft Grenadiere und des Freundeskreises Panzeroffiziere der Universität der Bundeswehr Hamburg eine Art Bestpreis. Das ist ein mit den Lasergravuren unserer beiden Wappen versehenes Weizenbierglas, das ich Ihnen allen fünf jetzt gerne überreichen möchte. Dazu bitte ich Sie, vor die Tische zu treten. Sie auch.